Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir freuen uns hier, Sie heute hier begrüßen zu dürfen in der Akademie der Künste zu unserem Artist Talk mit Arnold Dreiblatt. Wir befinden uns, wie Sie sehen, auch direkt in der Ausstellung, dazu aber gleich oder später noch mehr. Das Projekt Transforming Archives, Arbeit am Gedächtnis, befasst sich mit der Frage nach dem kulturellen und dem künstlerischen Gedächtnis in der Akademie der Künste im Jahr ihres 325-jährigen Bestehens. Mitglieder und Stipendiaten wollen sich der kritischen und politischen Dimension der Erinnerung widmen, diese neu reflektieren und spiegeln. Wer bestimmt also in diesem Zusammenhang die Übermittlung von Gedächtnis? Wer bestimmt, wie künstlerische und kulturelle Archive weitergetragen, bearbeitet, verarbeitet werden? Und welche Rolle spielt dabei das Archiv der Akademie der Künste? Dazu heute viele Aspekte und Fragen. Sehr gerne möchte ich unsere Runde vorstellen. Heute Abend, ich begrüße herzlich Arnold Dreiblatt, geboren 1953 als Amerikaner in New York, studierte Komposition, vergleichende Musikwissenschaften und Medienwissenschaften. Er lebt seit 1984 in Berlin und ist Mitglied der Akademie der Künste seit 2007. Das Gespräch werde ich zusammen mit meiner Kollegin Angela Lammert führen. Wir arbeiten beide in der Sektion Bildende Kunst. Mein Name ist Anke Herwoll und ich darf jetzt auch gleich das Wort an Angela übergeben, denn wir werden uns erstmal dem Rückblick in andere Werkkomplexe von Arnold Dreiblatt widmen. Ja, also am Anfang dieses Projektes haben wir gemeinsam im Team darüber diskutiert, was überhaupt das Potenzial von künstlerischen Archiven gegenüber dem, sage ich mal, normalen Archiven, dem systematischen Erfassen, Bearbeiten und Klassifizieren sozusagen ist. Und am Ende des Projektes finde ich jetzt ganz spannend, gerade einen Rückblick zu deinen älteren Arbeiten. Wie bist du in diesen, die eigentlich sich auszeichnen dadurch, dass sie in sehr unterschiedlichen medialen Darstellungsformen daherkommen, und wie genau hast du diese Form und Methoden für die einzelnen Projekte verbunden? Denn es geht ja immer ums fragmentarische Erzählen, um den gelenkten Zufall, ums Flüchtige, um partizipative Projekte. Und so sind wir schon beim ersten Bild, was wir vielleicht bitte einspielen können, und zwar eine Aufnahme aus der Ausstellung von Performing the Black Mountain College 2015, und ich würde einfach dich fragen, wie du dazu gekommen bist, wie du das Material ausgesucht hast, wie überhaupt das auch zu tun hat mit dem Vorlesen von Archivdokumenten, mit denen du in den 1990er Jahren ja schon begonnen hast. Ja, danke. Ich habe ja viele Jahre, auch zurück in die 90er, versucht, eine Art Visualisierung vom Archiv material, auch medial, auch performativ, und vielleicht der Vorgänger dieses Projekts sind einige Projekte aus den 90er, wo ich habe ein Format entwickelt, das ist eigentlich eine hybride Form zwischen Performance und Installation. Und in diese Projekte war häufig so Hunderte von Einwohnern von einer Stadt eingeladen, in eine kollektive Art Lesung aus dem Archiv. So mit dem Gedanke, so in die Regale im Archiv liegen alle die Dokumente, die auch sozusagen so begraben sind, und hier ist eine Möglichkeit, die sozusagen ins Licht zu holen und kollektive, in eine kollektive Setting, auch innerhalb einer ja, fiktive, aber funktionierende Archivsystem vorzulesen, auch gleichzeitig. Und in diesem Projekt Performing the Black Mountain Archive, das war innerhalb einer historischen Ausstellung zu Black Mountain College, dauerte 4 Monate, und war das auch, das ist vielleicht nicht der Ort, so im Detail über das Black Mountain College, weil das mir interessiert hat, aber die waren viele Kunststudenten, haben in die Ausstellung gearbeitet und auch sind anhand einer Art Partitur in die Ausstellung gegangen zu verschiedenen Orten und haben auch
Material aus das Archiv, was ich über eine lange Zeit, so eigentlich ein Jahr vorher gesammelt habe zu Black Mountain College, haben vorgelesen, auch performativ, auch ihre eigene Arbeit in Zusammenhang mit ihrer eigenen Arbeitsinteressen auch performativ Aktionen gemacht. Vielleicht nur eins, damit die Zuschauer besser verstehen können, wie du arbeitest. Du hast eine Zeitstruktur vorgegeben, in denen dann diese Ereignisse stattfanden. Und sie durften auch dein eigenes Archiv und das von dir Gesammelte aus dem Black Mountain Archiv benutzen. Na? Ja, in alle diese Projekte gibt es eine Art Partitur, in dem man bestimmt, zum Beispiel hier oder auch in die ältere Lesung-Projekte, eine bestimmte Akte Archivakte werden vorgelesen an einem bestimmten Ort bei einer bestimmten Person, die vorgegeben ist. Und so ist ein Treffen von einer Person und eine Akte aus dem Archiv in einer Art öffentlichen Raum, so oder in einer räumlichen Situation, das ist auch so der Ort vorgegeben, auch mehrere oft gleichzeitig. Ja, ja. So. Ja, also ich bin selbst sozusagen in einem Schneeballprinzip mit eingeladen gewesen und fand das einen tollen Moment in der Ausstellung, sozusagen auf diese Weise mit den Archivalien beschäftigt zu sein. Vielleicht kommen wir zum nächsten Beispiel, was wir ausgesucht haben, wo es eher um mediale Räume gibt, The Resting State, was du 2019 im Neuen Berliner Kunstverein sozusagen installiert hast. Und wo es dir, glaube ich, stark darum ging, zwischen gespeicherten und nicht gespeicherten Momenten den Moment in diese, mit Text, man sieht es, mit gefilmtem Bild und vor allem auch mit Klang umzugehen, weil du ja auch Komposition studiert hast und von der Seite auch an Archivmaterial rangehst. Vielleicht möchtest du dazu was sagen, wie du das Material ausgesucht hast oder dort revitalisiert hast. Wie du gesagt hast, ich arbeite mit sehr unterschiedlichen Medien und Präsentationsformen. Hier eine Art Gedächtnisraum. Hier ist der Fokus auf die individuelle Erinnerung. Das bezieht sich auf eine lange Forschung. Auch das Projekt hat in MIT in Boston angefangen. Eine Zusammenarbeit erstmal mit Institut für Cognitive Sciences. Und hier sind Text auf dem Wand und gesprochene Text, die aufgenommen sind. Es geht um eine bestimmte Phase im Gehirn, wo Erinnerungen vorgehoben wird, auch eine Art Automatismus. Wenn die Gehirn keine Input hat, entstand so bestimmte zeitliche Phasen und ich habe das versucht, das zu simulieren. Ja, ja. Und ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, damals ging es dir auch im Grunde um narrative Strukturen, wo das andere stärker mit der Zeitstruktur als Methode beim Black Mountain College in den performativen Ereignissen und dem Vorlesen von Archivdokumenten gearbeitet hat, war das hier auch stark von Rhythmen, von Klang und von Bild und von Text und Narration bestimmt. Ist es vielleicht interessant zu sagen, dass es gab so zwei unterschiedliche narrative Modus und eine von Perspektive einer Patient, sozusagen, und der erzählt von der eigenen Erfahrung und die andere vom Perspektive der Wissenschaftler oder der Forscher. Vielleicht jetzt zu dem allerneuesten, neben dem Projekt, in dem wir sitzen und zu dem gleich meine Kollegin fragen wird, und zwar die schwarze Liste von in diesem Jahr sozusagen jetzt nochmal neu eingeweiht, wo es auch vor allem eine Arbeit mit dem Text ist, was für dich als andere Methode oder Struktur der Visualisierung eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht möchtest du zum Titel und zu dieser Struktur was sagen. Ja, diese Arbeit ist entstanden aus anhand einer öffentlichen Wettbewerb und ein
eine Art Denkmal zu der Busche-Verbrennung in München in 1933 an der Königsplatz. Mein Vorschlag, was hier realisiert wird, ist entstand aus Buchtiteln. Die Buchtitel waren zusammengebracht von einem Bibliothekar in den 30er Jahren, der eine, sozusagen einen Hinweis für die Bevölkerung zusammengestellt hat, welche Busche verbrannt werden sollte. Und ich habe ausgewählt die letzte veröffentlichte Titeln aus 33, also Jahr 33, ja. Oder der letzte davor, bezieht sich auf fast 10.000 Buchstaben. Es ist auch sehr interessant, jetzt ist es auch realisiert, ist, wie die Publikum im öffentlichen Raum darauf navigieren. Und es ist auch so, was mir in meine oft textbasierte Arbeit immer interessiert hat, ist die Interaktion mit einer Masse vom Text, ja. Wo man nicht alles lesen kann, wo man gezwungen ist, nicht linear zu lesen und das Inhalt so nur bruchhaft oder fragmentarisch anzunehmen. Man sieht ja auch hier, dass im Grunde in dem Ausschnitt, übrigens am Königsplatz in München, also sehr prominent sozusagen installiert. Aber man sieht, dass ja gar keine Interpunktion zwischen diesen Buchtiteln, die du ausgewählt hast. Ja, das ist auch sehr wichtig. Es wird zu einem neuen Text geworden. Ja, das ist ja. Auch, weil es keine Trennung ist. Das ist so irgendwie, auch wenn die Buchtitel zeigt eine Welt, die auch jetzt verschwunden sind vor dem Zweiten Weltkrieg, das entsteht eine neue Text, also ja. Guckt in die Zukunft. Es ist immer so, diese poetischen und neuen Zusammenhänge, ja. Die du zwischen den Textbausteinen genauso wie zwischen den visuellen oder anderen Elementen machst. Du ja. Hast so eine schöne Formulierung, der Text ja. Ist ein Bild oder man fängt an zu lesen. Das fand ich sehr ja. Schön. Also das ja. Ist im Grunde eine unhierarchische Wahrnehmung in Bewegung ist, die ja. Immer fragmentarisch, bewusst fragmentarisch bleibt. Ja, das führt vielleicht ganz gut zu der Installation, in der wir uns jetzt befinden. Ja, fragmentarisches Herangehen, Zufallsprinzip, das sind die Verknüpfungspunkte zu den Arbeiten, die hier zu sehen sind. Es sind nämlich unterm Strich zwei Arbeiten von Arnold Dreiblatt zu sehen in der Ausstellung, und zwar außerhalb in der Passage die Arbeit Repertoire, die wir bereits 2016 angefangen haben, muss man sagen, zu realisieren für eine ja. Große Mitgliederausstellung in Chemnitz, die auch dauerhaft am Hanseatenweg läuft. Und Repertoire hat mittlerweile eine Datensätze mit personenbezogenen Informationen von fast 2500 Mitgliedern der Akademie. Und das Prinzip Zufall spielt da auch eine große Rolle, dass sich eigentlich wie so ein roter Faden heute durch unser ja. Gespräch führt. Vielleicht kannst du zu Repertoire, Arnold, noch etwas sagen. Ja, was mir in verschiedenen Textarbeiten interessiert hat, so was die realisiert sind mit einer Art Computersoftware realisiert sind. Hier in Repertoire haben wir in Effekt eine Datenbank von 2500 etwa Personen seit 1694. 96? Das, ja, 96, Entschuldigung. Und das ist eine flache Struktur und es ist auch so die Aufgabe, dass mit diesem Material, was kann man finden? Ich habe eng zusammen mit einem Programmierer zusammengearbeitet und wir haben auch verschiedene sozusagen Szenen oder so Schwerpunkte schon vorbereitet, die fest sind, aber in Software wird Information anhand bestimmter geleiteter Zufall sozusagen was auswählen und auch live. Ja, das ist auch keine Aufnahme. Das ist eine Aktion, die auch in Software passiert und das. Das heißt, dass auch für die Betrachter, auch wenn man 10 Stunden da beobachtet, es wird immer anders sein. So
wird immer anders sein. Und das war ja ein großes Archivprojekt, wo du das Archiv der Akademie der Künste kennenlernen konntest, da er noch die mitgliederbezogenen Daten. Bevor wir jetzt zu der Installation kommen, in der wir hier sitzen, müssen wir noch eine kleine Schleife drehen, denn die Arbeit heißt Archiv Karussell und die Arbeit ist in Anlehnung oder inspired by Roly Holy Over Circus von John Cage. Und wir wollen ein paar Eckpunkte dieser großartigen Arbeit von Cage, die erst nach seinem Tod realisiert wurde, aber noch in Zusammenarbeit mit ihm konzipiert und geplant wurde, einige Eckdaten hier teilen. Und dann kommen wir über diesen Weg eigentlich zu der Frage, warum genau Roly Holy Over die Ausgangsposition, die künstlerische war, für dieses Projekt. Also es gab zwei Projekte. Es war eine Auftragsarbeit, die John Cage damals mit Julie Lazar fürs Museum of Contemporary Art in Los Angeles konzipiert hat für das Jahr 93. Und es gab aber schon im Vorfeld zwei Testläufe, muss man eigentlich sagen. Also einmal Changing Installation 1991 mit eingeladenen Künstlern und Künstlerinnen in der Mattress Factory in Pittsburgh. Und dann gab es im Rahmen der Ausstellung Kunst als Grenzbeschreibung, John Cage und die Moderne in der neuen Pinakothek München 1991, ein vergleichbares Projekt. Und es gab später dann noch in den weiteren Jahren immer wieder Aufnahmen dieses Konzeptes Roly Holy Over. Es gibt vier Sätze dieser Komposition und darauf kommen wir gleich noch. The Circus, The Circle, die Cage Gallery und The Media Space. Die sind für uns nicht alle relevant, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was war der Grund, warum hast du dich an dieser Arbeit von John Cage orientiert und welche Teile dieser Komposition, die ja wie ein Musikstück eigentlich konzipiert und geschrieben waren, sind relevant für unsere Installation? Ja, es ist natürlich alle bekannt, dass Cage oft mit Zufall generierter Partituren gearbeitet hat, auch Indeterminacy hat es benannt. Und vielleicht ist auch was Persönliches zu sagen, so ich bin auch Komponist, meine Arbeit geht in eine ganz andere Richtung, untersucht Resonanzen, akustische Natur vom Klang, und da hat Cage eigentlich keine Interesse. Ich finde, was mir interessiert am Cage, ist seine Strategien, wie man Events oder Momente und Aktionen in Raum prädestinieren könnte, so irgendwie in Gang setzen könnte, auch manchmal simultan oder versetzte Momente, Aktionen. Und ob die jetzt in Musik realisiert wird oder auch in seine theatralischen Werke. Es gibt so mehrere Vorgänge auch für diese Arbeit. Man denkt auch an Europa oder viele andere, wo er verschiedene Aktionen und Momente gegeneinander gesetzt hat. Und ich muss auch sagen, dass sehr wichtig für mich war in die Lesungprojekte aus den 90er Jahren und auch für die Black Mountain Projekt, was ich schon erwähnt habe, war die sehr frühe Arbeit von John Cage, was ist so, Theater Event Number One. Das war erst so nur einmal in dieser Form durchgeführt in Black Mountains in 1952, wo er einfach verschiedene anwesende Künstler, Komponistinnen und Theaterleute etc. hat die einfach Zeiten auf ein Schnipsel Papier bekommen, und die durften Aktionen vorführen anhand nur an dieser Zeitachse. Und das ist auch so eine sehr einfache Strategie, wie man solche Situationen mit Akteuren oder sozusagen Live-Personen in Raum darstellen könnte, und auch wie wir sehen hier in unserem Projekt Objekte und Artefakte aus dem Archiv. Ja.
Gut, die Beispiele, die du genannt hast, da wurden ja Künstler auch gezielt eingeladen, etwas beizutragen. Ja. Der Ausgangspunkt hier war ja wirklich, dass man mit einem, mit dem Bestand in einem Museum, beziehungsweise er hat es ja noch weitergespielt mit Beständen aus Regionalmuseen, wo man nur aus einem bestimmten Umkreis eigentlich sehr, sag ich mal, kulturhistorische Objekte eigentlich auch mit Kunstwerken zusammengestellt hat. Und das war ja eigentlich so ein Punkt, der dich das war eigentlich zwei Projekte, die auch hier als relevant für so, mein Projekt hier war, der Zirkus und auch Museum Circle. Museum Circle ist, was du benannt hast, eigentlich das mehr, er wollte so weltweit machen, das Museum weltweit so zu einer bestimmten Ausstellungsort Werke hinschickt, ohne seine Intervention und was kommt, und das wurde reduziert und wurde in der Nähe von LA, verschiedene Kunstinstitutionen, Museen haben auch was Arbeiten gescheitert. Das ist eigentlich gescheitert, nochmal das auf den Punkt bringen, ist eigentlich gescheitert, weil man damals Anfang der 90er Jahre noch nicht auf dem Stand natürlich der Digitalisierung war, dass man das überhaupt realisieren konnte, dass weltweit Museumsdirektoren Vorschläge machen und man die an einem Ort zentral zusammenbringt, wären wir heute an einem anderen Punkt, aber das war damals, scheiterte eigentlich an der Größe des Projektes, ne? Ja, und die andere Arbeit, Kreis, hat er vorher anhand einer zufallgenerierten Partitur, die bestimmt hat, so wo künstlerische Arbeiten aufgehängt wird oder wo die stehen im Raum. Ja? Mhm. Und diese beiden Ideen habe ich teilweise übernommen mit ein bisschen Änderungen anhand der Situation hier an die Akademie und auch, das können wir diskutieren, auch wie das anders ist. Deswegen habe ich nicht als eine Reenactment oder eine Performance, ein Konzept von Cage benannt, aber eine Arbeit, die nach Cage oder inspiriert von Cages Konzept. Ja. Und du hast ja schon erwähnt, die Hierarchien unter den Objekten sind aufgehoben. Das ist auch etwas, was spannend ist, was wir gleich noch anhand von einigen Beispielen sehen werden. Jetzt hast du aber die Installation, in der wir uns hier befinden. Und vielleicht wundern Sie sich, dass es hier noch so leer ist. Wir kommen gleich dazu, wie der erste Tag der Partitur mit 28 Wechseln aussieht, nämlich eigentlich so wie jetzt. Aber da kommen wir gleich nochmal detaillierter drauf. Du hast die Installation jetzt Archiv Karussell genannt. Ja. Und wo ist jetzt die Verbindung zwischen dem Karussell und dem Circus und dem Circle? Das würde uns Ist interessant. So, erstmal, es ist oft missverstanden, warum Cage diesen Begriff Circle oder Circus interessiert hat. Und in den USA, ist, glaube ich, ein bisschen ausgestorben, aber es gab die Three-Ring-Circuses oder Four-Ring-Circuses, vier Kreise, wo die Geschehen gleichzeitig durchgeführt werden. So, ich kann mich erinnern, als Kleinkind, zu Barnum & Bailey Ringling Brothers Circus in Madison Square Garden. Und da, in einem Kreis war irgendwie eine Frau auf sein Pferd, dann war die Elefanten, dann war oben auf der Trapeze und da war ein Clown. Und man guckt immer hin und her, das ist auch gleichzeitig passiert. Und auch einer hört auf und fängt dann wieder an. Und ich glaube, das hat so dieses Simultaneous Events interessiert, die auch war häufig ganz so interessante Zufallsmomente, wo etwas hier passiert, die eigentlich nicht was anderes getriggert hat, aber es ist einfach passiert. Und ich glaube, diese unhierarchische, nicht lineare Erfahrung hat ihn interessiert und das interessiert mich auch. Ja. Ja, dann kommen wir mal zu der Entstehung der Arbeit. Also wir lassen den Spannungsbogen noch bestehen und kommen mal dazu, wie das Archiv Karussell entstanden ist nach der intensiven Auseinandersetzung mit Roly Holy Over und der Entscheidung,
der Entscheidung, das nicht zu versuchen, das Computerprogramm von Cage, nämlich das Rover, was ja auch im Titel mit drin steht, mit aufzunehmen. Und vielleicht können wir über den Begriff der künstlerischen Forschung, des künstlerischen Arbeitens, was ja sehr viel zu tun hat mit Arnolds vorbereitender Arbeit, nämlich der Auswahl der Objekte. Vielleicht darf ich da nochmal an dich das Wort weitergeben, Angela. Also du hast ja selbst auch den Begriff der künstlerischen Forschung sozusagen für einige deiner Arbeiten benutzt. Aber das Spannende an diesem Projekt ist ja, dass du dir nicht ein Thema alleine ausgesucht hast, sondern tatsächlich diese 325 Jahre Akademiegeschichte, also im Grunde aus der musealen Sammlung, aus den Dokumenten, aus den Kunstwerken, also aus den unterschiedlichen Archiven die Dinge zusammengestellt hast in einem langen Prozess mit den Archivaren, der für dich ja ein kollektiver Prozess war. Welche Rolle spielt auch das Vertrauen da in diesem Prozess, beziehungsweise wie bist du da vorgegangen? Ja, weil ich sowieso in meiner Arbeit sehr für den archivarischen Prozess und nicht als nur metaphorisch das Archiv, wie in viele Kunstwerke, aber wirklich für das Institution des Archivs interessiere, habe ich schon seit so ziemlich früh, als ich Mitglied wurde, da mich vertraut gemacht. Und vielleicht für jemanden, der häufig in Archiv was zu tun hat, man merkt es oft, man hat so die Kataloge, es ist jetzt teilweise digitalisiert, man hat die Listen und Finnbücher etc., aber man weiß, dass die Archivare, die auch jahrelang in dieser Untergrund fast in diese Regale arbeiten, dass die kennt die das Bestand viel besser und könnte man besser Informationen geben. Und ich dachte, es wäre interessant, das Projekt in Zusammenhang mit dem Archiv, ja, so in eine Diskussion mit den Archivmitarbeitern. Und ich bin zu allen Sektionen, viele wissen nicht, wie groß das Archiv ist, viel größer als der Mitgliedteil der Akademie. Es ist auch, sage, es ist oft wie ein Eisberg unter der Akademie, der nicht so sichtbar ist oder nur für einige, die forschen an einem bestimmten Thema. Und viele, wie bei allen Archiven, sind viele Exponaten, die nie gesehen wurden. Und dann bin ich so alle Sektionen, es gibt so, ich glaube, 11 Sektionen, wenn man alles mitnimmt, inklusive eine Nachlassbibliothek, Kunstsammlung und alle die verschiedenen Sparten. Und habe ich mit erstmal mein Projekt vorgestellt. Und ich glaube, bei einigen Sektionen hat die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen bemerkt, das ist eine Chance, was zu zeigen, was nie gezeigt wird. Ja? Weil kein Ausstellungskontext da ist, sowas zu zeigen. Ja? Und das werden wir ein paar Objekte hier ein bisschen vorstellen. Und dass das eine Chance ist, auch eine Chance, ja, so auch in verschiedenen Kategorien. Es gibt so Dinge, die in einem Archiv landen, die, ja, die willkürlich sind, ja, so, die eigentlich nicht zusammen, die nicht das Archiv gehört, ja, so, und die Archivare, die wissen das. Das heißt, es war eine Zusammenarbeit, die haben was vorgestellt, mir was gezeigt, so, dass vielleicht könnte ihn interessieren, und oft war das war sehr aufgeregt, oder die haben, ich habe natürlich eine Endauswahl gemacht, aber ich fand es eine sehr sehr langer Prozess, aber auch mit Covid hat es sich leichter gemacht. Aber und oft, ja, wenn man spricht über die Forschungsprozess, künstliche Forschung, ist oft wirklich die Spaß in solchen Arbeiten für mich auch dieser Forschungsteil. Der immer einen großen Teil deiner Arbeit letztendlich einnimmt. Mhm. Und die Frage, die sich mir stellt, ist eigentlich, bist du schon manchmal mit bestimmten, weil das geht dir ja auch immer um Zusammenstellung, um neue Zusammenhänge, wir haben vorhin über die poetische Assoziationsmöglichkeit bei Textzusammenstellungen. Ja, ja. Was Ähnliches wird ja hier passieren mit den Objekten. Wie bist du vorgegangen? Also hattest du selber bestimmte Namen, die dir wichtig sind, tauchen ja auch auf, also wie Heiner Müller oder sowas, es taucht ja auch in Objekten auf, aber Otte Nagel. Ich habe natürlich ins Archiv immer gesagt, dass es geht nicht um bekannte Namen zu zeigen. Ja, das mag das Archiv selber, obwohl natürlich interessante
Gegenstände von bekannten Leuten aufgetaucht sind, die ich zeige. Aber es ist die Mischung von unbekannten und willkürlichen Dingen neben vielleicht unerwarteten, ja. Ich weiß nicht, Zeichnungen von bekannten Personen, die das spannend macht. Und vielleicht das so wirklich zu erklären ein bisschen. Wir haben, ja, das war natürlich begrenzt. Ich könnte natürlich noch ein paar Jahre arbeiten und ein viel größeres Projekt machen. Entschuldigung. Wir haben auch sehr eng zusammengearbeitet. Aber, und 77 Exponaten, das geht so vom... okay, wir können jetzt gleich mal kurz rein. Gleich das erste rein. In eine, also wir befinden uns hier in dem Ausstellungsraum, wo das Archivkarussell stattfinden wird. Wir befinden uns aber heute im Zustand Nummer 1, also erste Partitur. Und links oder auf dem, Sie sehen jetzt eben eine der Probehängungen. Wir haben insgesamt 28 Partituren, 28 Wechsel, und Wechsel 1 ist natürlich der Lehrraum. Deshalb sehen Sie hinter uns auch zum Teil leere Vitrinen und eine genagelte, durchgenagelte Wand. Die 5 Bestandteile dieser, dieser Installation sind also einmal die Partitur, zu der wir vielleicht jetzt gleich noch kommen. Vielleicht möchtest du dazu was sagen. Ja, das war auch nicht so einfach zu überlegen, wie ich da die Positionen dann zeichnen könnte. Und hier steht so in Raum und auch auf dieser Wand. Ja, so zwei. Wir haben auch, und das war ein großer Danke an die Akademie und Frau Herwohl, Frau Dr. Herwohl, die auch, Anke, die auch mit mir gearbeitet hat und auch in die Ausstellungsteam für den Raum bewegbare Vitrinen. Ja, so ein Exemplar ist hier hinter mir. Wir werden das kurz sehen. Und auch für den Wand haben wir auch alles vorbereitet, alle sozusagen genagelt auf dem Wand, sodass die gesamte Partitur durch. Und muss man vorstellen, dass es gibt auch einen Zeitplan in die 3,5 Monate, dass mehrmals in die Woche die gesamte Ausstellung ausgetauscht sind. Noch nicht alles verraten. Nee, das mag ich nicht. Ja, genau. man sieht es jetzt. Man sieht sehr schön hinten jetzt die Nägel in der Wand. Man sieht hier einen Arbeitstisch. Ja. Wir sehen die leeren Vitrinen, und einen zweiten Teil, den Sie im Hintergrund sehen, der wichtig ist, ist nicht der rechte Bildschirm, auf dem Pikes Good Morning Mr. Orwell läuft, sondern der linke Bildschirm. Es ist nämlich ein Teil der Installation, ist eine Überwachungskamera. Ja. Was bekommen wir da zu sehen? Ja, ich habe auch in meinem Konzept vorgestellt, dass jede dieser Wechseln, Momente, was vielleicht könnte eine halbe Stunde sein, könnte zwei Stunden sein, wird aufgenommen, und die werden alle auf Loop laufen in die Installation, dass man merken kann, dass was man jetzt sieht, war anders und wird anders sein. Auch die Partituren sind hier in unserer Handbibliothek hier Deutsch zu lesen. Auch haben wir auch Material zu dem Projekt und auch zu hier Cage und auch zu Roly Holiova. Und es, eigentlich gibt es zwei Monitoren ja hier. Es gibt so eine, die auch die Installation dauernd beobachtet, und auf die andere wird so eine Art Splitscreen mit 4 Kameras im Raum, die zeigen diese Wechselmomente auch, auch hinter mir. Das ist auch vielleicht das interessanteste Teil der Ausstellung, ist unser Depot. Das war in dem Projekt von Cage benannt, das Reservoir. Und da sind alle Arbeiten, alle Objekte aus dem Archiv gelagert. Da können wir vielleicht mal kurz reinschauen in das Depot. Ja, das haben wir ein Bild, Foto? Bitte. Nächste da haben wir Foto. Ein Foto? Nee, das nee, ist noch auch das, unsere Arbeits. Das ist die Einrichtung. Wir können das auch kurz zeigen. Das ist die, sind die Probehängungen. Das ist unser Depot. Depot rein, und ja, bei diesen Wechselmomente werden die Team kommen.
suchen in Depot, was anhand der Partitur, was jetzt gezeigt wird, werden installiert und die anderen Sachen werden wieder reinkommen. Das ist geschlossen, aber sichtbar, ja. Und auch an neben der Depot sind so zwei Lautsprecher. Wir haben auch eine englische und deutsche Aufnahme, eine Art Vorlesung unter dem Finnbuch, wo alle Exponaten, die wir hier zeigen, vorgelesen wird. Und auch liegt hier für die Publikum ein Finnbuch auch mit aller Registrarnummer. Das ist vielleicht ein sehr wichtiger Punkt. Und es geht auch zurück zum Cage. Hier im Raum, die Arbeiten haben keine Information, was die sind. Mhm. Die haben nur ihre Projektnummer, unsere eigene innerhalb des Projekts, eine Archivnummer und auch die Signatur ins Archiv. Und dann, wenn man was wissen will, muss man aktiv und ein bisschen selber forschen und zu Finnbuch hier rüberlaufen und sozusagen die Blätter durchgehen und es finden. Vielleicht für die Zuschauer auch noch mal zum Erklären, wo wir jetzt sitzen, ist die Rückwand des Archivs. Ja. Das ist dahinter zu sehen. Und was, wo meine Kollegin Anke Herwoll sitzt, an der Seite, da ist die Wand, wo wir vorhin sozusagen Bilder gesehen haben, wo diese Probehängungen gemacht worden sind. Also es greift auch wieder in den Raum hinein und bietet für das Publikum an. Also hier hinter sind sozusagen die Findbücher in Partituren, beziehungsweise wo man dann nachher gucken kann und die Findbücher hinter uns. Ja. Und ja, ich weiß nicht, von der Auflösung, wahrscheinlich merkt man das nicht unter Beleuchtung. Nee, zurück zum Raum, wieder zu uns. Aber hinter uns sind die Spuren von alle 28 Hängungen. Ja, das merkt die Publikum, wo andere Sachen schon war und wo die noch kommt. Genau. Ja. Also das kann man alles sehen. Ja. Und vielleicht schauen wir uns jetzt mal einzelne Objekte an. Also wir haben einige wenige ausgewählt. Das heißt, also jeder Besucher kann sich hier mit ein bisschen Arbeit die Informationen zu jedem Objekt selbst erarbeiten, hier am Tisch auswählen, wenn er Interesse und hat. Genau, hier das ist ein interessantes Objekt. Das erste Objekt. Ich habe schon erzählt, wie ich zu der Archivsektion gegangen bin und gefragt, was für Schätze die haben. Und das war, die haben das mir gezeigt. Es ist auf der Baukunst, Architektur Sektion ins Archiv. Und das ist eine Tischdecke. Hier ist es ja. Das ist Einzelerwerbung 5 Baukunst. Klassifikation unbekannte Urheberin. Titel unbekannt. Zeichnung ohne Titel. So, das ist solche Texte. Deswegen ist es auch interessant, wenn es vorgelesen wird. Das ist ein Tischdecke von einem Hotel in Hamburg. Das ist drauf geschrieben und wahrscheinlich saßen so ein paar Architekten und haben gezeichnet mit ein paar Drinks zusammen. Also, sie haben Rotwein oder Kaffee getrunken? Ja, das sieht man auch auf der Tischdecke. Ja, aber sehr interessant ist, dass die Archivaren, die wissen nicht, von wem das ist, wer anwesend ist und wie das in das Archiv gekommen ist. Ja. Ja, sollen wir weitermachen? Schauen mal in das nächste rein. Ja, das ist ein Dokument aus, aus dem historischen Archiv. Das ist der Archiv, eigentlich der Verwaltungsarchiv. Das ist, wo der Archiv archiviert sich selber und Moment, ich suche die. Der Eintrag ist die Nummer, unsere Nummer 72, ADK O0118. Das heißt, das O steht für Ostbestand. Ja. Und das ist nicht uninteressant. Soll ich erst mal sagen, wer ein bisschen, man kann ein paar Namen lesen. Also da unten sieht man Anna Segers, man sieht Helene Weigel, man sieht Heiner Müller und Otto Nagel. Unter anderem, aber das eigentlich Interessante an diesem Objekt ist, dass ein Name rausgeschnitten ist, ja.
Und okay, wir kennen das aus Fotos aus Sowjetunion, das so plötzlich so eine Gruppenfoto und dann ist ein Kopf weg und das ist hier, das ist aus den 50er Jahren und es ist eine große Fragezeichnung. Und ich glaube, das ist auch noch ein Beispiel auf die Zusammenarbeit mit dem Archiv. Ich habe schon ja, so ein bisschen erzählt, wie ich das Projekt vorgestellt habe und die Mitarbeiterin hat es vorgestellt, dass es vielleicht mir interessieren könnte. Ja? Aber und, ja. Genau, das Interessante ist, dass das aus der Zeit ist zwischen 1949 und 1953, wo die Ausschüsse und die Plenartagungen sich mit der Gründung der Deutschen Akademie der Künste Berlin-Ost beschäftigten. Und das ist quasi eine Versammlung, in der dieser Ausschuss tagte. Und deshalb ist es besonders interessant, wer und welcher Name dort rausgeschnitten oder entfernt wurde. Ja. Eventuell, was man nicht weiß. Was man nicht weiß, aber es ist auf jeden Fall ein Schnitt. Ne? Und Frage vielleicht dazu, hast du dadurch auch angestoßen, bei den Archivmitarbeitern darüber nochmal neu nachzudenken, weil sie meinten, dieses Dokument könnte dich vielleicht interessieren? Für deinen Zusammenhang. Also nicht nur, dass du selbst Recherche gemacht hast für etwas, was man hier vorstellt, sondern dass man durch die Recherchearbeit im Archiv auch im klassischen Archiv etwas angeregt hat, weiter oder anders zu befragen, die Dokumente. Ja, ich, bei so einem Dokument ist natürlich, das wurde mir vorgeschlagen, ja, als ich erzählt habe, was mir interessiert sehen könnte. Und ich glaube, das ist ins Archiv, ein Historiker natürlich müsste recherchieren, wer diese Person war, was die Zusammenhänge waren und vielleicht das noch rekonstruieren könnte. Aber mir interessiert die Fragezeichen. Die Fragezeichen und die Leerstelle im Endeffekt. Also auch hier die Leerstelle. Wir kommen aber gleich noch zu einem anderen Bild, das man sonst nicht in der Ausstellung zeigen würde. Denn im Archiv ist ja auch nicht alles, wie wir gerade schon gesehen haben, in dem besten Zustand oder vollständig oder ne, vollständig recherchiert. Ich zeige mal das nächste Bild unserer. Genau, darum geht es. Ja. Das ist aus der Kunstsammlung. Möchtest du erst was dazu sagen? Ja, Soll ich erst was dazu sagen? Ist ein Bild aus 1878 von Franz Hainacher. Hainacher, genau. Ja, die ich, und es ist interessant, so irgendwann habe ich gedacht, es wäre, weil es kommt so einige Sachen, was ich zeigen wollte, dann kommt zurück, nee, es ist beschädigt. Und dann habe ich im Gegenteil gesagt, ja, das ist wunderbar. Toll, ja, wunderbar, das sollen wir als Kategorie etwas zeigen, was beschädigt ist. Und es hat ein großes Loch, ich weiß nicht, ob das zu sehen ist, zu Hause. Und ist es auch so, ja, von einer bestimmten Zeit. So, es steht hier in Datenbank, Moment, ja, Earl auf Leinwand, stark beschmutzt und beschädigt, ja. Und als Kategorie und Franz Hainacher, wir haben vorhin beide Kunsthistorikerinnen gesagt, mir war er nicht bekannt, Mut zur Lücke darf man an dieser Stelle, ne? Du kanntest ihn auch nicht, nein. Und interessant, also das ist hier Achilles Trauer mit seiner Mutter Thetis zusammen um seinen Gefährten Patroklos und vielleicht ist, das kommt ja öfters vor nachher, das wird öfters gehängt, so viel können wir schon mal verraten, bei den 28 Wechseln, vielleicht ist das dann auch ein Moment, wo man sich entscheidet, dieses Bild dann auch zu restaurieren, zu reinigen und damit vielleicht dann nochmal in die Tiefe zu gehen. Ja, vielleicht, es ist auch vielleicht jetzt wichtig zu sagen, das geht nicht nur um die einzelnen Objekte zu zeigen, aber was passiert, wenn die zusammen im Raum sind? Ja, wir haben noch eine Arbeit, okay, dann können wir noch mal gleich zurückkommen. Also wir haben noch ein weiteres Beispiel und dann können wir gleich noch mal zurückkommen. Stein. Der war davor. Genau, vielleicht möchtest du da noch aus dem Fritz Krämer Das habe ich, ich habe es in Datenbank gefunden und stand
Teil vom Tonfurchthalterbecken aus der ehemaligen Atelier von Fritz Kramer, aus Quersaal genannt, im Gebäude der Akademie der Kunst der Pariser Platz 4. Also hier. Circa, ja, gerade hier, wo wir sind. Genau, also gelinde, circa, in einer anderen Ecke ja, stand genau. Ja. Circa genau 1960, Fragezeichnung. Und ja, das ist natürlich, es ist wahrscheinlich behalten, weil er bekannt ist und eine wichtige Figur in der Akademie war. Aber in sich hat es absolut keine Qualitäten, die man bewahrt. Es ist ein Stück aus der Wand, ja, die auch ins Archiv gelandet ist. Das wurde mir gesagt, dass die wissen nicht, warum es da ist. Ja, wer hat es gebracht und archiviert? Es hat eine Signaturnummer. Das ist in die dreidimensionale Sammlung, ein anderes Gebäude bewahrt und fand ich auch, ja. Ja, muss ich sagen, würde ich widersprechen, dass es nichts erzählt, denn es erzählt, dass in den Ausstellungsräumen, in denen wir uns ja jetzt befinden, die ehemaligen Ausstellungsräume in der Königlichen Akademie war zu DDR-Zeiten sozusagen Ateliers für Bildhauer, für die Mitglieder und letztendlich auch Arbeitsplätze für Meisterschüler und junge Künstlerinnen und Künstler eingerichtet waren. Also etwas, was man heute weder sieht noch erahnt, wenn man hier in die Ausstellungsräume geht. Ich weiß nicht, wer dieses Objekt oder diesen Stein also sozusagen ins Archiv gegeben hat, aber ich denke schon, dass auch der etwas erzählt. Ja, es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass die Endauswahl hat nicht, war nicht nur lustige, zufällige Objekte zu tun. Ich habe auch, war wichtig für mich, dass aus den verschiedenen Zeiten, was repräsentiert ist, aus der DDR-Zeit, es gibt ganz viele Exponaten, auch aus der Nazi-Zeit, auch habe ich einige überraschende Arbeiten und auch aus der Gründungszeit. Wir haben auch einen Katalog, die erste Ausstellungskatalog aus der 17. Jahrhundert von der Akademie und so weiter und so fort. So. Aber die interessante Frage ist ja jetzt, und das ohne Bild, welches ist dein Lieblingsobjekt? Aha. Gibt es eins, was dir besonders am Herzen liegt? Das war, als ich die Partitur machen musste, das fängt dann so ein bisschen schwierig zu sein, weil ich, oder auch die Endauswahl, weil ich musste, ja, wir mussten irgendwann schließen und sagen, mehr schaffen wir nicht, überhaupt in die Räumlichkeiten hier zu bewahren, on site sozusagen. Schwer zu verraten. Ja, so ich würde das nicht verraten zwischen die Beschädigten. Ich habe natürlich diese Auswahl gemacht, einfach für unsere Diskussion heute. Aber diese 77 Objekte in die Partitur, das war eine Erfahrung, wie man Karten irgendwie neu sortiert, neu mischt. Ja, so mit 77 Arbeiten und 28 neue Situationen in Raum und auch die Hängungen. Auch wenn es das bestimmt hat, was passiert, wenn, ja, es gibt zum Beispiel von Ernst Busch ein Mikrofon und eine zeitgenössische Arbeit von Tacita Dean und eine Postkarte von Sigmund Freud und dieser Stein und ein Buch, das heißt Zement. Was ist der Dialog, inhaltliche Dialog, die dann passiert? Und ich glaube, in Gehirne betrachtet. Und, das ist, und was ich glaube, das Besondere sozusagen dieser Arbeit, auch im Unterschied zu anderen Auseinandersetzungen von Künstlern oder Künstlerinnen hier in der Ausstellung mit dem Archiv, ist eben, dass es wirklich der Blick auf die gesamte Geschichte der Akademie, so sie denn vorhanden ist, in den Archiven beinhaltet. Ja. Genau. Ja. Also es ist ja auch nicht geplant, dass ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte Verhältnisse entstehen, sondern das ist im Endeffekt etwas, was dann am Ende die Gesamtwirkung zufällig passiert und was eigentlich dann auch im Gedankengang des Besuchers, der Besucherin im Endeffekt eigentlich sich abspielt. Ja, das ist auch eine Frage, und das ist auch was interessant, politisch interessant an dieser Arbeit von Kate, ist, das ist auch eine Untersuchung und Fragezeichen, was ist eine Ausstellung überhaupt? Ja. Genau, und was ist ein Archiv? Eine Darstellung von und was ist ein Archiv? Also im Sinne von Derrida, dass Archiv eine politische Kategorie ist und immer was mit Deutungshoheiten und mit Zugänglichkeit zu tun hat, die du ja zum Teil rauschhaft in deinen Textspiralen möglich machst, aber letztendlich auch verwehrst, indem du nur einen fragmentarischen Einblick gibst. Ne?
Ja, es ist steckt auch ein Fluxusgedanke drin in dieser wandelnden Ausstellung. Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, die Ausstellung in ihrer Gesamtheit zu sehen? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Wie ich schon gesagt habe, so in vielen meiner textuellen Arbeiten kann man nicht alles lesen. Mhm. Ja, man muss selber was auswählen. Hier in dieser Situation, ja, man muss 28 Mal in die Ausstellung kommen, alle 28 Ausstellungen zu sehen. Oder die Filme anschauen, ja, obwohl das ist mehr die Aktion des Wechselmoments und nicht die Ausstellung selber. Ja, das heißt, dass jeder Besucher betrachtet eine andere Ausstellung. Du hast selber ganz schön mal gesagt, dass der Archivarbeit nur erinnern, das Vorgang des Findens und Verlierens, der Schutz und der Zerstörung. Und das passt für mich eigentlich sehr schön auf das hier Vorgestellte. Ja, dann bleibt uns dem Publikum jedermann einzuladen, ja. ab Donnerstag, jeder Mann, jede Frau einzuladen. Ab Donnerstag wird die Ausstellung eröffnet. Der erste Tag, den Sie nicht sehen können, aber wo wir Ihnen heute einen Einblick gewährt haben, ist der Tag 1. Der ist nicht für die Öffentlichkeit, der ist leer, die Leere am Anfang. Ja. Das ist auch schön, die zu füllen ist. Und wir freuen uns, Sie zu besuchen und Sie begrüßen zu dürfen als Besucher in der Ausstellung. Sie können sich informieren und wünschen Ihnen viel Spaß. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Danke bei dir, schön. Lieber Arnold, und für die Zusammenarbeit. Ja, ich danke für die Zusammenarbeit. Ich habe mit Frau Herwohl und Frau Lammert auch in unterschiedliche Projekte gearbeitet. Und ich bin Dankeschön. Sehr dankbar. Guten Abend. Was Sie eben gesehen haben, ist von Thomas Heise, der Regisseur, Autor am Theater-, Hörspiel- und Dokumentarfilmbereich ist, Mitglied und Direktor der Sektion Film- und Medienkunst, mit dem ich hier das Gespräch führen kann, im Grunde seine ganze Installation für mich auf den Punkt gebracht. Also man ist total sofort im Thema drin. Ich sage nur, Differenzen beibehalten mit Heiner Müller. Ich sage nur, es ist vorbei.
Thomas, willst du vielleicht erstmal was zu dem Thema der korrespondierenden Mitglieder sagen, die im Zentrum standen, und vielleicht danach zu dem analogen Filmmaterial, was wir ja auch erleben durften? Von ja, vielleicht muss man zu den korrespondierenden Mitgliedern sagen, dass also viele wissen ja gar nicht, was das ist. Genau. Also es gab in der Akademie der Künste der DDR gab es korrespondierende Mitglieder. Das war eine Möglichkeit, die Leute sozusagen nicht direkt als Mitglieder zu wählen, sondern sich international sozusagen auszubreiten und Leute ranzuholen, ja, die man also auch nutzen konnte natürlich, und gleichzeitig also auch noch ein bisschen Distanz zu halten. Also das war so, dass, um so Möglichkeiten zu haben, damit umzugehen. Das war ja, gab ja dann auch mitunter Konflikte, jede Menge sogar. Und das waren die sogenannten korrespondierenden Mitglieder. Und das war eine alte Geschichte, glaube ich, die zu tun hatte nach dem Krieg auch damit, dass der, war der Kulturbund, war das, glaube ich, war der auch sozusagen, weil das war, gab ja keine Wirtschaft, sage ich jetzt mal, im Osten Deutschland, also keine wirkliche Industrie. Und da war ein Potenzial, waren die Intellektuellen. Also sind die rumgeschickt, sind wirklich geschickt worden. Also aus der damaligen SBZ noch sozusagen auch in die Westzonen und haben dann Leute agitiert, also in die DDR oder in die spätere DDR zu kommen, also erst in die SBZ und dann in die DDR, um sozusagen also ein Kapital da zu installieren, ein kulturelles. Und daher kommt das eigentlich. Und das ist, glaube ich, die Idee gewesen dahinter. Und das waren bis 1992, 1993, wo dann die Vereinigung bei der Akademien waren das etwa 207 Leute. Die Zahl ist nie genau geklärt worden. Es ist bis heute keine endgültige Fassung, wer da alles nun war und nicht war. Das ist alles nicht gemacht worden, das ist alles offen. Und das ist bei der Vereinigung der beiden Akademien oder auch der beiden deutschen Staaten letzten Endes ein bisschen vergessen worden. Man kann nicht nur sagen, ein bisschen vergessen worden, sondern das gab ja auch. Seitdem liegt es rum und kein Mensch hat sich seitdem gekümmert, sage ich jetzt mal. Ja. Es gab ja auch gewissermaßen ein trauriges Ende dieser korrespondierenden Mitglieder, weil die nämlich dann, als die Vereinigung beschlossen worden ist, und wurden entlassen. Im Grunde entlassen. Die Freiheit entlassen. Und das andere, was man eben heute auch, was etwas verschüttet worden ist, um ein Wort von dir, des Vergrabens aufzunehmen, sozusagen natürlich auch eine Sache, dass man diese illustre Liste von Namen eigentlich gar nicht mehr präsent hat. Also ich sag mal von, wir haben vorhin eben gerade über John Keats gesprochen. Keine Vorstellung von seiner Geschichte. Korrespondierendes Mitglied der Akademie der Künste Ost, aber nicht der Akademie der Künste West Mitglied. Von Charlie Chaplin bis Pablo Picasso und allen möglichen anderen Leuten. Und dieser Ausschnitt aus dem Film, den wir eben gesehen haben, als eine Art Trailer, ist ja kein Ausschnitt aus dem Film, aber Trailer, der wie so ein Kondensat einer großen Medienarbeit von Thomas Heise in der Rauminstallation ist, die quasi an der Schnittstelle für mich zwischen musealen Raum und Bühne irgendwie ist, was auch was Besonderes macht. Man läuft also in den letzten Ausstellungsraum im Grunde über eine Treppe in euren geschaffenen Raum. Es ist einmal diese große Projektion, die man sieht, und auf der gegenüberliegenden Wand sind die ganzen Namen dieser korrespondierenden Mitgliedern, die man weiß, ja, sind die verzeichnet. Also im Grunde auch ein Element, für mich jedenfalls zumindest, die in vielen, also eine Art von Verräumlichung von Text und Bild, die auch in vielen deiner anderen Filme, auf die wir vielleicht nachher nochmal auch zu sprechen kommen können, irgendwie wieder auf, also in eine neue Form, eine neue Ebene gehoben sind, für mich mit dieser Art von Installation, die, glaube ich, für dich ja letztendlich auch neu war, in einem Ausstellungsraum. Ich muss da mal mich ein bisschen zurückhalten, sage ich natürlich, weil nein, das ist, Ausstellung ist nicht unbedingt meins. Also so, ich will schon Film machen oder Theater oder Hörspiel oder irgendwas. Und ihr habt eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe das vor 10 Jahren schon mal gemacht mit Material. Ja. Und das war auch in dem letzten Raum, deswegen wollte ich den auch unbedingt wieder haben, weil den kenne ich. Also damit kann ich umgehen, sage ich jetzt mal. Wir haben wieder so eine Konzeption Raum im Raum. Also das ist im Grunde genommen eine Weiterentwicklung dessen, was wir da vor 10 Jahren mal angefangen haben. Und so ist das eigentlich. Ja. Also das hat ganz viel dann gibt es also den Beschluss, man beschäftigt sich damit und dann geht man in den Raum und dann fängt man an zu arbeiten. Und das Ganze funktioniert eigentlich, oder zumindest ist das meine Vorstellung,
gewesen. Ja, und so hat es ja nicht geklappt letzten Endes. Man geht sozusagen dahin und sagt, okay, wir fangen jetzt an zu arbeiten. Und wir machen das wie ein Theaterstück oder wie ein Film. Wir gehen auf eine Probebühne und fangen an, uns das Stück zu erarbeiten. Und wenn wir meinen, dass wir fast fertig sind, dann setzen wir das um auf die Hauptbühne. Und das war hier im Keller, wo wir waren, also in der sogenannten Blackbox, also diesem Bunkerraum da. Und dann haben wir das umgesetzt, jetzt praktisch hier nach oben in den Saal. Und das ist im Grunde genommen der Vorgang. Also man kann, das heißt, dass man am Anfang, also alle Beteiligten, bin ja nicht nur Eka Lehne, das ist der Grisha Meier bei der Peter Bahn, ja. Die beiden Studenten, die ich habe, also der Lukas Lärm und dann noch die Kira Keisler und so. Wir haben nicht genau gewusst, was hinten bei rauskommt. Wir haben gesucht, damit fangen wir an. Dann haben wir uns ganz viel Material gesucht und haben also immer bestellt aus dem Archiv. Die sind bald wahnsinnig geworden, weil wir natürlich die Zehnfache von dem, was wir letzten Endes zeigen, uns gesucht haben, weil wir Material brauchen, mit dem wir arbeiten. Und dann haben wir angefangen und das ist dann jetzt herausgekommen. Also das Ergebnis von einer dreimonatigen Arbeit, was extrem kurz ist, sage ich jetzt mal, für so ein Unternehmen, großes Unternehmen, muss ich mal sagen. Also normalerweise würde man sagen, ein Jahr oder anderthalb für sowas. Ja. Und oder länger sogar, um das also wissenschaftlich also so sicher zu haben, ja. Und das ist, wir sind hier so ein bisschen geschwommen, muss ich mal sagen, also auf dem, was man immer permanent erfährt über die Geschichte dieser Akademie. Das ist ja alles nicht präsent. Aber also, das ist ja auch was Künstlerisches, sage ich mal, dieses von Sprunghaft oder Assoziative mit Material umzugehen. Ja, ich will noch mal, bevor wir vielleicht noch mal näher auf die Arbeit kommen und die Korrespondierenden mitgehen, was sonst noch so zu sehen ist in dem Raum, weil es ist ja sehr viel, vielleicht noch mal auf diese Filmbilder, weil das ist auch was Besonderes, also die wir jetzt in dem Trailer gesehen haben, sind ja im Grunde auf originalen Filmmaterial das Einzige, was auf solche Art Filmmaterial gedreht ist, der Abriss des Palast der Republik. Vielleicht möchtest du dazu vielleicht noch mal was sagen. Ja, das ist eine ganz komische Geschichte gewesen. Das ist seinerzeit entstanden. Ich habe irgendwann beschlossen, ich drehe das. Also so, wusste nicht wofür und für was, dachte, wo es sinnvoll das zu haben. Und wollte das unbedingt auf 35 mm Material machen, weil das natürlich länger hält als also irgendwie digitaler Quatsch. Und dann habe ich das also auch privat finanziert. Das war eine ziemliche Aktion und ich habe Glück gehabt, dass da Asbest war im Palast, weil dadurch hat es länger gedauert, den abzureißen. Ja. Und dadurch konnte ich immer wieder ein bisschen Material kaufen, ein bisschen Kopierwerk bezahlen und ein bisschen Material kaufen, ein bisschen und so weiter. Und so sind wir sozusagen über die gesamte Zeit des Abrisses des Palastes dabei gewesen. Und wäre das schneller gegangen, hätte ich es nicht finanzieren können. Ja, weil das sind ja im Grunde auch Zeugnisse, neu geschaffenes Archivmaterial, wenn man so nein, will. Nein, das war so gemeint. Ich habe gesagt, wir sind, wenn wir die Einzigen sind, die das machen, 35, weil natürlich ist das mehrfach gemacht worden, aber alle digital. Und was ist in 500 Jahren? Da ist nichts mehr da. Und das wird aber noch da sein. Bei dir sind ja auch viele Filme reagieren aufeinander oder sind miteinander verlinkt in manchen formalen und auch inhaltlichen Geschichten. Und insofern vielleicht doch nochmal die ganz einfache Frage, warum die korrespondierenden Mitglieder, die du dir als Thema gesucht hast? Du hast ja ein Thema rausgegriffen. Naja, das habe ich nicht so richtig rausgesucht. Da bin ich sozusagen drauf geführt, dahin bin ich geführt worden. Mhm. Also das ist sozusagen, kam auch aus der Akademie und auch aus dem Archiv. Also der Vorschlag, sagen, da gibt es faktisch nichts. So, und das wäre ja eigentlich interessant. Und dann, ich hatte da auch nicht so viel Ahnung oder eigentlich keine. Und dann fängt man kriegt dann so einen Brocken hingeworfen, dann muss man sich mit dem befassen. Und das haben wir gemacht. Also, angefangen, jetzt geht es darum und dann geht es halt darum. Und dann sucht man die Sachen raus und entdeckt logischerweise immer neue Geschichten. Da drin. Ja, also für mich hat es doch ganz viel auch mit dir, deiner Denkweise und deiner Arbeitsweise zu tun. Also ich sag mal so ein bisschen provokativ, kam von dir, das fand ich wunderbar, bei dem wurden ja zwei Filme von dir jetzt auch im letzten Jahr in der Akademie gezeigt und zwar einmal diesen Materialfilm, von dem du gesprochen hast und dann eben auch den Film Heimat ist ein Raum aus Zeit. Und da hast du in einem Interview in der Taz, das fand ich so schön gesagt, der Osten ist ein Pickel. Also insofern, sich ein Thema sozusagen zu nehmen, was mit dieser, mit einer differenzierten Sicht auf diese ganzen komplexen historischen Sachen verbunden ist, das scheint mir doch auch ganz eng mit deiner Arbeitsweise und deinem Zugriff auf Material, wie auch immer, zu tun haben. Also wenn ich ehrlich bin, der Zugriff ist ganz privat.
Ja, der ist ja meistens privat, ohne irgendwelche Intention, da irgendwas zu beweisen oder zu erklären. Das ist einfach, weil ich selber kapieren will und weil mich das interessiert. Und dann versuche ich sozusagen das Material, was man da hat, in eine Form zu bringen, dass die das mir erklärt. Und wenn sie es mir erklärt, erklärt es auch anderen Leuten. Also dann kann man es sozusagen auch. Also dass man sozusagen das, was man denkt, nachvollziehbar macht, auch für andere. Und dann kann man da mitgehen und dann ist es erzählt. Also die Ausstellung ist ja noch nicht eröffnet, aber ich kann sagen, dass ich schon Rücksignale bekommen habe von Leuten, die ganz betroffen waren, die sich etwas intensiver schon mal ein bisschen beschäftigen konnten mit den Dingen, was wir auch für die anderen hoffen. Obwohl wir vielleicht jetzt noch mal genauer auf die anderen Elemente, die in eurem Raum vorhanden ist, zu sprechen kommen. Vielleicht fangen wir trotzdem mit diesem Fotofilm an, der auch noch mal den Arbeitsprozess ein bisschen zeigt. Wir werden trotzdem weiterreden und können ihn ja vielleicht mal einspielen, weil das, glaube ich, ein wesentlicher Prozess der Arbeit war, eben auch dieses gemeinsame Zusammensitzen und überlegen, entscheiden. Ja, das ist nicht weiter, als dass wir gesagt haben, also okay, das wäre ja sinnvoll, dass man zwischendurch mal ein paar Fotos macht, dann sieht man, wie die Sache entsteht. Ja. Das ist alles. Ja. So. Genau, das läuft jetzt immer so weiter. Da haben wir mal Pause gemacht auf dem Pariser Platz. Sieht dann so aus. So circa 20 Minuten für die Zuschauer und dann sind wir wieder hier in dem das Raum. Das ist unten in diesem Bunker, das ist also wirklich 3 Etagen unter der Erde. Das ist ziemlich mühselig, man ist völlig fertig, wenn man den ganzen Tag da drin ist und ist fix und fuzzy, wenn man nach Hause kommt. Also kein Fenster. Weil man Fenster. Das spürt, also diese Erde über allem, das ist schon sehr komisch. Also du hast auch mal gesagt, man kann Geschichte nicht länglich denken. Wir waren jetzt eben gerade in dem vorhergehenden Gespräch mit Arnold Reiblatt auch an dem nichtlinearen Erzählen von Geschichte. Und du hast vom Haufen gesprochen. Das fand ich auch ein ganz schönes Bild. Vielleicht. Am Haufen ist alles gleichzeitig. Das hat, also das ist eben nicht sozusagen aufeinander folgend, sondern gleichzeitig. Und auch diese Vorstellung, dass jetzt sozusagen vom Niederen zum Höheren geht, das ist ja erst 300 Jahre alt. Das ist ja nicht sozusagen das Wirkliche, sondern das machen wir halt jetzt so. Ja. Und man kann es auch ganz anders. Und das ist schon interessant. Man kann jetzt schon so ein ganz klein wenig erahnen. Das ist der Grischer Meier, den man da sieht rechts. Ja. Der macht, also hat Grafik und den Raum auch mitentwickelt. Das ist die Conny Klaus. Man sieht im Hintergrund schon eine Projektion zu den korrespondierenden Mitgliedern, die eben diesem Film gegenüberstehen. Und auch hier schon an den Wänden eben die Dokumente. Wir haben versucht, im Keller, diese ganze Ausstellung sollte eigentlich im Keller simuliert werden und wenn sie dann fertig ist, nach oben gehen. Ja. Das ist natürlich in der Realität nicht zu schaffen. Also wir haben weder das Podest noch sonst was. Also haben wir das ist alles so irgendwie improvisiert letzten Endes. Ja. Und hier sieht man schon den Bau des Podestes, der dann zu dem Raum im Raum wird. Podestbau, genau. Warum habt ihr euch entschieden, diese Ebene einzuziehen in den letzten Raum? Das ist wichtig, weil du musst sozusagen, du brauchst eine sinnliche Geschichte, um so weit. Also wir haben ganz viel Papier und Dokumente, die also im Wesentlichen bürokratischer Natur sind. Und wenn man sich dann ist das wirklich sehr anstrengend. Und durch diese Podesterie, wo du gleichzeitig darunter noch Sachen sehen kannst und so weiter und auch dahinter, hinter diesen Zäunen und diese mehrfachen Ebenen, entsteht so was merkwürdig Emotionales, was man gleichzeitig da dran hat. Und das betrifft einerseits die Mitglieder oder die korrespondierenden Mitglieder, die ihre Sachen produzieren. Ja. Und das spürt man dann auf einmal, was da vorgeht bei denen. Und man hat es aber auch selber, natürlich, wenn man da so rumläuft. Und das sind so Sachen, wenn wir diese Zäune da haben, was ja irgendwie erstmal komisch ist und ungewohnt und dass dahinter auch noch Bilder hängen, das hat zur Folge, die Leute gehen alle ran an den Zaun. Und das heißt, man muss sich bewegen, wenn man in dem Ding ist. Wenn man da nur einfach so rumgucken will, passiert ja nichts. Aber das zwingt einen dazu, sich zu jedem Objekt irgendwie zu verhalten, hinzugehen und das genauer sich anzugucken und so. Auch zu lesen. Auch zu lesen ist eine andere Wahrnehmung, als ich sie sonst im Museum habe, wo das also allgemein präsentiert wird und der Abstand zu den Objekten immer der gleiche ist. Und das ist hier anders. Also man muss ran an den Zaun, um also diese ganzen Bemerkungen zu sehen oder um was zu verstehen, was aus den Monitoren kommt und so. Also hier kann man vielleicht schon verraten, was man jetzt... Das ist der Kameramann von ganz vielen Filmen von mir und der auch, also mit dem ich das auch gemacht habe. Also man sieht hier Namen der korrespondierenden Mitglieder, das war nur ganz kurz, aber man kann schon so ein bisschen erahnen, welches Spektrum an
Ja, das ist ja ein simpel geordnet sozusagen von den ersten Mitgliedern jeweils mit Jahreszahl bis zu den letzten, sodass man das hat und viele wird man kennen, viele wird man aber auch nicht kennen. Also für mich war die Idee, diese Namen weiß auf schwarz sozusagen dem gegenüberzusetzen, dem Film tatsächlich eine wunderbare Weiterentwicklung von dem, was in dem letzten Film von dir, Heimat ist Raum aus Zeit, ist, weil es da so eine Sentenz gibt, wo die ganzen Namen sozusagen untergehen. Das übrigens ist vielleicht sehr wichtig, vielleicht möchtest du dazu was sagen, weil das hat mich unglaublich berührt. Heute gleich, das sind wir haben, ich habe aus der Schauspielschule in Berlin, also von der Ernst Busch, habe ich also mir 5 Schauspielerinnen und Schauspielerinnen bestellt. Und die mussten sozusagen sich mit den Texten dieser korrespondierenden Mitglieder befassen. Und die lesen die Dokumente vor. Und das entsteht was ganz merkwürdig, weil die haben natürlich null Beziehung dazu. Die wissen überhaupt nicht, wer das ist und da so Sachen. Ja. Und dadurch entsteht so was, man hört diese Sachen sehr genau. Und auf einmal entsteht so was merkwürdig. Ja. Also so ein bisschen V-Effekt. Aber das hat zur Folge, dass man das sehr klar wahrnimmt. Einfach, was die da erzählen und was da an Sachen da ist. Und wenn jetzt zum Beispiel dieser junge Mann, der hat also die Dokumente zu Peter Weiß gelesen, der kommt aus Stuttgart, der hat also damit wirklich gar nichts zu tun. Ja? Und der weiß weder, wer Trotzki ist, noch wer so. Und das ist alles so ganz weg. Und auf einmal kommt da so, und auf einmal ist der interessiert und jetzt wollen die das auch wissen. Ja? Und dann ist das, was ich natürlich dann gut finde. Also ich habe einige mir ja schon ansehen dürfen. Und ich muss sagen, es hat für mich eine ganz enorme Präsenz gehabt, weil das nochmal anders vorgelesen ist. Und ihr habt diese Art kleinen Filme, wo man eben hören kann, was die vorleben, sind auch Teil auf Screens in der Installation, was wir jetzt noch nicht sehen konnten. 5, 6 Screens von diesen Dokumenten, die haben, also die man nicht nur lesen kann, sondern die man da auch eben hört. Ne? Ja. So, und das ist nochmal anders, als wenn man es selber liest. Wenn man es selber liest, liest man Dokumente. Wenn man die das vortragen hört, weil die auswendig gelernt haben, die gucken einen an und sagen, und auf einmal hört man sozusagen den von der Volksbildung, der den Seitz sozusagen rausgeschmissen hat aus der UdK und aus der TU, weil er hier Mitglied, also korrespondierendes Mitglied in der Akademie ist, oder so. Oder man hört diese 10 Seiten Brief, die der Peter Weiß geschrieben hat, weil er ausgeladen wurde. Wieder aus der 20-Jahres-Feier der Akademie, weil er wegen seines Stückes, also Trotzki im Exil. Und das sind so, man spürt es, wie die, während die Texte sagen, sozusagen, da ihnen klar ist und dass da was durch den Kopf geht, und das finde ich schon toll. Ja, das spürt man als Zuschauer dann eben auch. Ja. Genau. Auch so ein Bild da hier rechts, also was von Mucki ist oben, die sind im Sturm, ja, das ist von 1953. Ja. Und das ist nicht nur 17. Juni und Stalins Tod und dann sind diese jungen Leute da im Wasser. Das ist so, so eine Sache. Und das hat mich da interessiert an der ganzen Geschichte, das zusammenzukriegen und so ein Feld aufzumachen, wo man dann so nachdenken kann. Also ja, nicht so sehr konkret zu sagen, das ist so und so und so und mit dem Satz kann ich jetzt nach Hause gehen, sondern so einfach ein Feld zu schaffen, was in Bewegung ist und wo ich mich dann mitbewegen muss. Und das hat man eben einmal durch diese unterschiedlichen Medien, die ihr auch letztendlich benutzt in dem Raum und für mich zumindest durch die ganz sich unterschiedlichen Dokumente, die da sind und die genau dieses Feld aufmachen. Nicht nur sozusagen eine vorgefasste, fertige Meinung zum Ausdruck bringen, sondern genau das Gegenteil von dem als im Grunde auch offene Fragestellung, die sich aus dem Projekt ergibt und die vielleicht auch Leute neugierig machen kann, sich noch mal intensiver mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Denn da ist viel zu entdecken, glaube ich. Wie sieht man jetzt diese Gitter vielleicht, um es nochmal zu erklären, hinter denen sich dann so ein Teil die Bilder nehmen? Das ist ein Nagel da oben, das ist ein Bild, das heißt Arbeiterstudenten. Ja. Mhm. Das ist so von einem unglaublichen Pathos und auch von so Utopie, das ist von 46, so sieht es aus. Also ich meine, da denkt man so. Ja. Und heute wirkt das nicht, aber auf der anderen Seite hat das eine Kraft einfach, die wirklich toll ist. Ja, vielleicht. Die anderen Sachen. Magst du dazu auch noch mal was sagen, was dieser Kopf ist oder so? Der Kopf, das ist Heinrich Mann. Das fand ich eine irre Geschichte. Ich meine, das ist auch ein Film, Also sind lauter Filme, die man da hat. Der sollte also der Präsident der Akademie werden. Und die haben sich also unglaublich Mühe gegeben und haben dem also ein Haus eingerichtet und Möbel gekauft und Geschirr und für 12 Personen und was weiß ich nicht alles. Ja. Und als alles fertig war, dann ist er gestorben. Ja.
Und dann ging es bloß noch darum, dass 3 Jahre später die Urne nach Deutschland kommt. Also das ist so eine komische Geschichte auch. Und auch eine tragische, aber es ist halt das 20. Jahrhundert. Ja, das ist ja voll davon, von solchen Sachen. Ich fand es schön, muss ich sagen, weil der Heinrich Mann, der liegt im Depot. Im Depot da von der Neuen Nationalgalerie im Regal. Und der liegt genauso im Regal, wie er hier in der Ausstellung liegt. Mhm. Der liegt auf der Seite. Mhm. Und ich habe ein Riesentheater natürlich Registrarin und so weiter. Was? Also das ist normal, weil man es ja normal macht. Ja, das wird normalerweise so nicht gemacht. Ja. Ja, man legt keine Plastiken einfach hin und dann war ein Theater und dann war das Problem. Wir haben aber die Genehmigung gekriegt, die sozusagen auch liegend zu zeigen, in dieser Weise von der Nationalgalerie. Wir haben denselben Kopf haben wir hier in der Akademie. Mhm. Da hätten wir die Genehmigung nicht gekriegt. Insofern bin ich ganz froh, dass wir den haben und nicht den von der Akademie genommen haben, was wir eigentlich sollten. Und das sind so auch Zufälle, die dann ganz schön sind, sag ich mal. Also man sieht jetzt schon ein bisschen deutlicher von dem, was du versucht hast zu erläutern, dass eben Zeichnungen, handschriftliche Kopien von Dokumenten, aber eben auch Protokolle und Abschriften von Diskussionen eine Rolle spielen aus diesen Diskussionen, die mit Gründung der Akademie, den korrespondierenden Mitgliedern und die mit bestimmten Auseinandersetzungen um einzelne Mitglieder sozusagen von diesen korrespondierenden Mitgliedern herum sich ranken und die hinter dem Gitter eben von den Kunstwerken sozusagen, man so will, auch als Raum in Raum umgeben sind. Wenn du so willst, die Verwaltung und dahinter kommt die Kunst. Ja, also die Kunst ist frei und alles andere ist innerhalb des Zauns. Und wie hast du die Objekte jetzt danachher, oder wie habt ihr im Team dann diese Auswahl letztendlich? Ich bin in die Sammlung gegangen. Getroffen. Ich wusste, dass wir das von der Sammlung nehmen können. Und dann habe ich mir Sachen rausgesucht. Und gesagt, von den Dokumenten habt ihr gemeinsame Wir haben das recherchiert. Ich habe mir fast 90% der Sachen gelesen, die da zur Auswahl standen. Und musste ja dann sehr, sehr schnell entscheiden, nehmen wir nicht. Also das war wirklich also nahezu blind, muss ich mal sagen. Also das habe ich gemacht wie NASA, wie beim Doc-Film. Also dann weiß ich muss das jetzt machen und hinterfrage das nicht genau, sondern weiß nur, ich muss das tun. Und dann mache ich es halt. Und weil das muss man dann später denken, warum das so ist und nicht gleich, weil dann dauert es zu lange. Und die Zeit hatten wir ja nicht, muss ich so sagen. War absurd. Und ihr habt ja auch nicht nur die Filmaufnahmen sozusagen von den jungen Schauspielstudenten, die diese Texte sind, sondern ihr habt auch Filmaufnahmen von, ich sag mal in Anführungsstrichen, Filmen, die du ausgewählt hast, die auch in der Ausstellung zu sehen sind. Es gibt zwei Filme, die in der Ausstellung eine Rolle spielen. Das eine ist Kurosawa, das andere ist hier von der polnischen Wanda Jakubowska, die letzte Etappe. Und von Kurosawa Rashomon. Und das sind zwei Filme, die für mich wichtig sind. Also die haben auch was mit mir zu tun, sage ich jetzt mal. Ja, also so als Deckung für mich. Und deswegen sind die auch hier drin, weil Kurosawa eben auch korrespondierendes Mitglied war. Eines der letzten, was gewählt wurde noch. Also das war nach 1990, glaube ich. Und während die Wanda Jakubowska schon sehr früh war. Und die finde ich eine ganz wichtige Figur, weil das sehe ich bloß, dass die in Wien bei den Studenten und so weiter ist, die überall unbekannt, keiner kennt die. Mhm. Und wenn man immer Frankreich, Amerika und sonst was kennt, aber nicht eben Polen. Und der ist von 1948. Und das ist die Wanda Jakubowska war Häftling in Auschwitz. Und sie war Dokumentarfilmregisseurin. Ja. Und sie hat in Auschwitz, hat sie auch erzählt, dann immer überlegt, wie man daraus einen Film macht. Das heißt, die hat das gemacht, was man normalerweise macht als Dokumentarfilmregisseur. Man denkt immer nach, wie mache ich aus der Geschichte oder dem, was ich erlebe, was mich betrifft, einen Film. Und die hat wirklich 48 aus ihren Erfahrungen in Auschwitz einen Spielfilm gemacht. Und der ist, das ist der erste, den es überhaupt gibt und hat auch alle Leute so entsprechend besetzt. Da sind Häftlinge dabei, da sind so, die da alle mitgespielt haben und das ist unglaublich. Ja. Und der ist jetzt rekonstruiert worden, vor 2 Jahren war er auf der Berlinale oder so, glaube ich. Ja. Und der Kusama-Film vielleicht? Und Kurosawa ist einfach die Geschichte, also ist ja eine Geschichte eines Mordes, also so, wo alle ihre verschiedenen Positionen zu dieser Sache erzählen. Das hat wieder was zu tun mit der Akademie und auch mit der Geschichte und mit dem, wie wir da so. Ja. Deswegen war der ja schon in den
16 war, das, wo der auch in der DDR zu sehen war. Ja. Und ich habe ihn, um das mal nur so zu erzählen, ich habe den gesehen, Kurosawa Rashomon, auf der Insel Rügen. Auf der Insel Rügen, im Ferienlager. Okay. Wir sind in der 6. Klasse mit unserem Biologielehrer auf die Insel Rügen gefahren und haben dort auf dem Zeltplatz Kino lief Rashomon. Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und wir haben das gesehen. Ich bin da unter das Zeltdach durch, damit wir durften noch nicht rein, weil das war irgendwie ab 15 oder irgendwas, oder 16. So. Und das sind so, das bleibt. Und deswegen ist der Film hier letzten Endes. Also nicht nur wegen Kurosawa und so, sondern auch wegen solchen Sachen. Also du hast in deinem kleinen Text, den du für das Journal geschrieben hast, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben. Fand ich eigentlich sehr schön, hast nochmal auf Bezug genommen auf eure Institution, indem du sagtest, dieser Raum zwischen Museum und Bühne liegt irgendwo in der Flugbahn von Benjamin Engels der Geschichte. Er zeigt den katastrophischen Weg einer Utopie. Und ich glaube, das ist so eine auch für mich zumindest kondensierte Erfahrung, die man mitnehmen kann, wenn man sich einlässt. Naja, ist ja eine Erfahrung, die man gemacht hat. Also, die man sowieso gemacht hat. Das ist jetzt aber unsere beider Erfahrung vielleicht. Aber letztendlich, die man anbietet oder auch anderen zur Verfügung stellt, sie zu machen, wenn sie sich diesen Dokumenten, Filmen und eben überhaupt, sage ich mal, einem differenzierten Blick auf diese Geschichte sozusagen anbietet. Und das, glaube ich, ist auch eine ganz besondere Annäherung, also eine ganz besondere auch künstlerische Annäherung an das, was man mit dem Archiv, was auch immer, hätte machen können für dieses Projekt, glaube ich. Weiß ich nicht, habe ich so nicht drüber nachgedacht. Ich muss mal so sagen, wir haben relativ wenig drüber nachgedacht. Wir haben die ganze Zeit gemacht. Das lief immer so. Ja. Und das ist auch das Schöne, ja. Also an dieser Art, an so eine Sache ranzugehen. Also ich finde, ich könnte nicht, ich habe tolle Ausstellungen, ja, aber ich kann das ja nicht. Ich könnte das nicht vorher alles ausdenken und dann aus der Hand geben und dann wird das aufgehängt und dann komme ich hin und gucke mir das an, wie das. Thomas, so funktionieren Ausstellungen nicht. Naja, also hier doch, habe ich so gesehen. Ich habe hier nicht so viele Kollegen gesehen, muss ich mal sagen. Ich sah die ganzen Zeitkollegen von der Akademie. Ist auch ein langer Prozess, der dem vorausgeht, aber natürlich trotzdem nochmal was total anderes als eine künstlerische Annäherung an so ein ist eine andere Geschichte. Und diese Prozesshaftigkeit von so einer Sache, sich der zu nähern, macht es ja auch entsprechend schwierig. Ja. Die macht das organisatorisch schwierig. Das geht dann, wir müssen bis dann und dann gibt es Termine, so, da muss die Versicherung oder so Quatsch. Und das ist ja total im Widerspruch zu dem, was man eigentlich macht. Also, wenn ich jetzt was rauskriegen will oder so, dann kann ich ja nicht, kann ich mich mit sowas überhaupt nicht befassen, ja, sondern das muss einfach, dann muss ich das rauskriegen und dann heißt es, ich muss morgen wissen, so und so. Und dann brauche ich das morgen und nicht in 6 Wochen. Wie war das mit den jungen Schauspielstudierenden? Wie haben Sie darauf reagiert, auf das, was Sie lesen? Nicht nur, dass es für uns interessant ist, wenn Sie den Text lesen, sondern wie haben Sie selber auf das Material reagiert? Das war fremd für Sie. Das war fremd für Sie, also durch die Bank. Und Sie haben, ich hab Ihnen ja aufgetragen, das sozusagen zu lernen. Ja? Das war ja so, das ist schon viel, ja. Aber hat sich auch gelohnt bei manchen Sachen. Ja. Weil dadurch eben diese andere Wahrnehmung entsteht. Und für sie war das, dass jetzt sie neugierig gemacht hat, also wenn ich das richtig gesehen habe. Und sie wollen das jetzt alles haben. Die fangen jetzt an, also die Ästhetik des Widerstands zu lesen, ist doch schön. Das ist wunderbar. Also was Besseres kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und meine Erfahrung ist eigentlich also auch, dass dass eine junge Generation wieder andere Fragen stellt, egal wo sie herkommen. Ja. Und sich für eine differenzierte Sicht auf die Geschichte irgendwie interessieren. Und wenn sie selber das durch den Körper gehen lassen. Der Peter Weiß war für mich so wichtig, weil also als ich so jung war wie die Schauspielstudenten oder noch jünger oder so was, ja, sagen wir mal so in der Folge von 68 und was weiß ich nicht alles, ja, da haben wir als junge Leute, so mit 17, 18, 19 so weiter, haben wir uns mit sowjetischer Geschichte befasst, also mit den verschiedenen Geschichten der KPDSU in Klammern B, die immer wieder neu geschrieben wurde. Ja? Und diesen ganzen, ob das die Schauprozesse waren. Wir haben Trotzki gelesen, wir haben Biografien gelesen, die Stalin und Trotzki und Lenin und alle. Und haben uns damit befasst, also diese dauernde Umschreiben von Geschichte, was ja typisch war. Also so, ja. Und das fehlt denen. Also von daher haben wir so eine, also auch dieser Teil der Generation, sage ich jetzt mal, hat ja so eine Wachheit
was sowas angeht. Und die ist jetzt nicht mehr da, weil das nicht mehr so wichtig ist oder so. Ja. Aber gleichzeitig bemerken Sie, dass das ja an anderen Stellen eine Rolle spielt. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, also auch der Irakkrieg oder solche Dinge oder auch Afghanistan, da wird ganz viel vergessen werden und dann bleibt irgendwas übrig dann als sozusagen zusammengefasste Geschichte davon. Ob das der Realität entspricht, ist eine ganz andere Frage. Und das, was da drunter ist oder sowas, das kommt dann auch nicht mehr vor. Aber das, und wenn man das andere hat, dann ahnt man das, dass da mehr ist als das, was das von dem, also offiziell, sage ich jetzt mal, geredet wird. Mich würde das geht ja bis zur Wiedervereinigung oder solchen Geschichten. Wir haben ein klares Bild davon, also auch die Vereinigung der Akademien, am Ende ist alles gut, ja, und wir sind jetzt so. Aber das ist es ja nicht, sondern da sind ja ganz viele Sachen also verschwunden einfach und richtig kaputt gegangen. Die komplette wissenschaftliche Forschung an der Akademie gibt es nicht mehr. Das machen jetzt die Universitäten. Ja? So, danke, das war's. Ja? Und Forschungsabteilung, interdisziplinärer Forschung und Lehre drauf, wo ich ja zum Beispiel auch war. Das hat nicht nur zu Verletzungen geführt, das ist das eine, aber das hat auch zu einem Verlust geführt, also zu Verlust von Wissen. Und das ist nicht von außen so schnell wiederherstellbar. Und wir müssen sozusagen diese Verluste wissen, damit man daran überhaupt arbeiten kann. Mich würde interessieren, wirst du auch, weil das waren ja jetzt Schauspielstudierende, mit denen du das im Grunde regieführenderweise, wenn man so will, in Anführungsstrichen gemacht hast, wirst du auch mit deinen Studierenden in Wien, denn du hast ja eine Professur in Wien, wirst du mit denen auch über dieses Projekt oder über diese Arbeitsweise und diese Art von Geschichte sprechen? Die Arbeitsweise kennen sie, sage ich jetzt mal. Ja. Also, klar, reden wir darüber. Also du weißt, dass ein Teil nach Berlin fährt und sich das anguckt. Ja. Ist ja auch lang genug, also um das irgendwie unterzukriegen ins Private. Und klar, reden wir schon drüber, logisch. Und um provokativ zu fragen, gab es auch so Momente, wo du den Eindruck hattest, das Material beherrscht dich und nicht du beherrschst das Material? Naja, das hast du ja immer, das ist einfach, weil es so viele ist. Also ich meine, das ist so, du kannst nicht 207 Leute, ja, kannst du nicht, wie willst du die alle erzählen oder so weiter. Da muss man schon eine Auswahl treffen und was sind die Kriterien für die Auswahl? Es gibt keine. Du kannst nur relativ zügig so, ja, kannst sagen, also okay, ich habe den Peter Weiß, der hat Probleme im Osten, ich habe Seitz, der hat Probleme im Westen, ich habe Hegenbart, dem ist sozusagen sein komplettes Lebenswerk verschwunden, ja, und dann muss er sehen, wie er es wiederkriegt. Ich habe also lauter so eine merkwürdige Geschichten habe ich, ja, so, und die kommen alle zusammen. Oder ich habe Reich, ja, also meinetwegen, ja, der dann nicht genehmigt wird vom Zentralkomitee, dann stellt auf einmal selbst, also man von der SU, ne, die mussten, also die sowjetischen korrespondierenden Mitglieder, die mussten vom Zentralkomitee der SU genehmigt werden. Das heißt, das konnte die Akademie ja nicht entscheiden, ob sie die hat. Ja. Und bei Reich haben sie dann immerhin geschafft, dass also auch die, von denen ich es nicht gedacht hätte in der Akademie, dass die gesagt haben, jetzt wird die Urkunde aber ausgestellt, nun reicht es, ja, nachdem sie 3 Jahre daran gefummelt haben und dann ist er aber auch gleich gestorben, dann war er auch wieder tot. Und das sind so die, was andauernd stattfindet. Ja. Und das ist so eine Katastrophe nach der anderen, wie sich das so fortentwickelt. Und das ist schon... Aber was man, also von den Dokumenten, die ich zumindest bisher gelesen habe, aber auch sieht, das ist ein ungeheurer Ernst und eine... finde ich eigentlich auch sehr aufrechte Haltung von vielen, sich diesen Schwierigkeiten zu stellen und eben auch ihre Meinung zu behaupten. Also eine Art Streitkultur, sage ich mal. Deswegen habe ich zum Anfang gesagt, dieses Heiner-Müller-Zitat, in deinem Trailer da drin war, also die Differenzen sozusagen auch zu behaupten. Und so ist etwas, was in Ost wie West, glaube ich, eine große Streitkultur war in den 15, 16 Jahren, um die es ja hier auch viel geht. Und dies wieder zu erinnern geht. Also wenn man jetzt auch Hannah Arendt in der Ausstellung oder so weiter. Vor allem, weil die natürlich in den späteren Jahren, also sozusagen nach 11. Plenum und so weiter, also so ab Mitte 60er Jahre, ist das weitestgehend verloren gegangen.
muss man so sagen. Wenn man sich sozusagen die, selbst, man kann das ganz einfach sehen, selbst in der DDR, wenn man sich die Zeitungen anguckt, also im tiefsten Stalinismus, sage ich jetzt mal, wie spannend die waren und was da für Auseinandersetzungen stattfanden in der Zeitung, während man das später dann nicht mehr hatte. Ja? So, also ihr habt ja auch Dokumente zum Beispiel von Lukács mit dabei. Ja. Und gerade im letzten Nummer von Theater der Zeit gibt es auch eine aktuelle Auseinandersetzung mit Lukács. Also es ist eigentlich interessant, dass jetzt auch bestimmte Dokumente oder auch Arbeiten, die bei dir vorkommen in der Installation oder bei euch vorkommen, zum Beispiel auch dieser Film Now, zum Beispiel, über den gibt es jetzt einen Text in dem Band, den wir zu der John Hartfield-Ausstellung gemacht hat. Da hat sich ein junger Wissenschaftler genau mit diesem Film auseinandergesetzt. Oder diese Fotografie, wo Diego Rivera, der kurz vor seinem Tod hier am Pariser Platz in dem Gebäude war, mit Otto Nagel, der vorhin erwähnt worden ist, läuft und ein Mitarbeiter hier aus der Akademie. Das sind, oder Cornelio Barber oder so weiter, das sind so bestimmte Sachen, wo man, der rumänische Maler, wo jetzt mehrere Aufmerksamkeiten so drauf sind und wo man, wenn man sich an das Material macht, das fand ich jetzt spannend, dann manchmal auf vergleichbare Dokumente, Fälle kommt, die eben so, wie du sie beschrieben hast, eben auch in ihrer eigenen Biografie so verwogene und komplexe Geschichten selber durchlebt haben. Also du hast Gustav Seitz erwähnt oder Heinrich Emsen war vorhin ein Beispiel, die eben bei den Friedensappell unterschrieben haben, entlassen worden sind, weil was man auch viel zu wenig heute in Erinnerung hat, glaube ich, dass dieses Ost und West vor 61 sehr eng miteinander auch verwoben war. Haben dort unterrichtet, waren hier Mitglieder. Wo geschrieben ist von beiden Seiten sozusagen, wenn man das schon so formuliert. Ja. Das, wo gesagt wird, wir stecken beide in denselben Strukturen. Und wir dürfen eigentlich nicht, aber sollten wir nicht reden wie Dichter miteinander und fertig. Und diesen ganzen Quatsch mal weglassen. Ja. Und das ist so der Anfang der Akademie und das löst sich sozusagen in den 60er Jahren komplett auf. Das ist dann nicht mehr da. Und dann machen sie, man sieht es auch, dann wären auch die Protokolle uninteressanter und so weiter. Man ist immer mehr Parteichinesisch dann zu lesen, lauter so Zeugs. Ja. Man muss dann wirklich durchdringen durch das, um dann noch zu entdecken, was da eigentlich gemeint ist oder so weiter. Während das vorher 1:1 ganz oben gemacht wurde. Das finde ich schon spannend. Also diese, im Grunde für diese, wenn man so will, gescheiterten Utopie stehendes Thema der korrespondierenden Mitglieder, wenn man so möchte, sozusagen war mir auch immer ein Vertrautes oder eines, was man so persönlich erlebt hat in den Zeiten, wo diese Briefe eben an die korrespondierenden Mitglieder geschrieben worden sind, wo man wirklich sehr betroffen war, also weil dies gibt es nicht mehr in dieser gemeinsamen Struktur, weil es in der anderen Akademie nicht gab und so im Sinne, wir wollen trotzdem den Kontakt nicht aufgeben, kommen Sie mal vorbei, wenn Sie in Berlin sind, so 80-Jährigen oder über 80-Jährigen zu schreiben. Das war natürlich aus heutiger Sicht oder auch schon damals natürlich irgendwo schon irgendwie letztendlich unerhört, also egal wie man damit umgeht. Aber was für mich wirklich neu war, also was ich irgendwie mir nicht präsent war, ist, dass es ja auch korrespondierende Mitglieder in der Akademie im Westteil der Früher Stadt eine gab, Zeit lang, also in der frühen Zeit, die es dann auch nicht mehr gab. Also was dann diese Diskussion, das passt nicht zur Struktur, natürlich noch mal brisanter macht, die es zwar nicht mehr zu dem Zeitpunkt gab. Ja. Aber die letztendlich doch auch in dieser Aufbruchsphase beider Akademien im Ost- wie im Westteil der Stadt eine andere Funktion, aber dennoch einer irgendwie hatte. Also müssen wir mal nachdenken, was das eigentlich bedeutet und warum das so ist. Da muss ich mich auch erstmal mit beschäftigen, aber ich fand das ganz interessant. Mir fällt natürlich auf, dass also das gab in der Ostberliner Akademie, also um die jetzt mal nur um das zu trennen irgendwie, weil die so viele Namen hatte, hat natürlich ein Interesse sozusagen Kontakt zur Welt zu haben. Und das kann sein, würde ich mir denken oder so weiter, dass das natürlich eine Rolle spielte. Wir haben also im Osten waren sozusagen ganz viele, also wirklich große Künstler, also korrespondierende Mitglieder, und die waren nicht in der Westberliner Akademie. Und dass man, wenn man das alles weghaut und sagt, wir können das nicht mit den Korrespondierenden, dann ist man das, sonst wären sozusagen lauter internationale Mitglieder im Osten gewesen, die im Westen nicht gewesen wären.
Und das ist natürlich, das wäre das Gleichgewicht sozusagen nicht so richtig zustande gekommen. Ich glaube, das hat damit zu tun. Aber das ist eine Vermutung. Ich kann das nicht beweisen und will das auch nicht jetzt so. Aber ich glaube, das ist da ist so ein Punkt, der da eine Rolle spielt. Weil die Mitglieder in der Westberliner Akademie, die waren ja doch eher so, also ich will nicht sagen lokal, aber die waren ja doch im deutschen Raum einfach mehr. Es gab auch international. Ja, aber nicht, ja, natürlich aber nicht in der Menge. Strukturiert. Nicht in der Menge, das muss man so sagen. Das war eindeutig. Aber es war natürlich ein Ping-Pong-Spiel zwischen beiden Akademien. Na klar, das ging immer darum, wer ist die eigentliche. Aber es gab trotzdem, also du hast ja viele Dokumente eben über den Ärger im Westteil der Stadt, dass es dieser Akademie gegründet worden sind hier. Aber es gab dann trotzdem auch in den 80er Jahren, was auch nicht so bekannt ist, jetzt hier nicht vorkommt, aber viele Kontakte auch, die von der Westakademie initiiert waren, die zum Beispiel die Architekten, die in der Ostakademie nicht waren, die Sektion Baukunst gab es nur am Westen, die sich dann auch getroffen haben. Der war ja ein Hamburg-Akademie-Chef und so weiter, das sind ja also so. Es ja. Und gibt da ganz interessante Verbindungen, die es irgendwie noch irgendwie, wo es spannend ist, also denen noch irgendwie nachzugehen. Weil du dich auch viel so mit Hörspiel und mit Originalton ja auch auseinandergesetzt hast, hat mich eigentlich verwundert, dass, oder ich habe es noch nicht wahrgenommen, ich konnte es ja auch noch nicht in Gänze jetzt sehen, also oder hören, wahrnehmen, dass du kaum Originalton aus dem akustischen Archiv genommen hast. Ist das richtig oder ist mir da etwas entgangen? Das hat ein bisschen zu tun mit der Gesamtkonstruktion, sage ich jetzt mal, wie das hier anfing und wie das zu dieser Ausstellung gekommen ist. Das ist ja doch sehr, sehr, sehr schnell gegangen und musste also dann so zack, zack. Ja. Und wir haben Originalton. Also wir haben im Wesentlichen mit dem Material gearbeitet vom historischen Archiv und nicht von den Einzelarchiven. Also nicht mit dem Literarischen und so und so und so, weil das hat einfach damit zu tun, ich bin ganz naiv gewesen. Ja? Und ich habe gedacht, die reden alle miteinander, die Archive. Machen die aber gar nicht. Jedes ist seins. Und alle haben nichts miteinander zu tun. Und das war mir völlig ungefähr, ja, vielleicht. Stimmt so nicht. Aber ja, trotzdem, aber also es sind unterschiedliche Archive, und das macht das ganz kompliziert. Überall muss man neue Termine machen und was weiß ich nicht. Und das ist also schwierig. Und wir sind, das war in der Zeit überhaupt nicht zu schaffen. Wir haben auch keine, ja, dazu kam Corona und. Und wir haben sozusagen mit dem historischen Archiv im Wesentlichen gearbeitet und haben von da uns geholt und dann punktuell noch Sachen dazu oder sowas. Ja. Und wir haben natürlich Originalton. Also wir haben ja Anna Segers, wir haben zu Nerudas Tod und haben auch nicht viel mein Quatsch. Fällt mir der Name jetzt nicht ein, haben wir auch. Also ist so. Ja. Und bist du jetzt bei allen Archivrecherchen und Besuchen mit dabei gewesen und hast mit vor allem dem Archivar aus dem historischen Archiv gesprochen, mit ihm diskutiert? Ja, wir haben uns Akten bestellt und haben die gelesen von morgens bis abends. Und dann immer rausgesucht, was wir haben wollen. Mhm. Musste alles mehr oder weniger rasend schnell und blind gehen. Und dann muss man natürlich eine Nase haben, sage ich jetzt mal. Und hast du aber auch diskutiert mit den Kollegen aus dem historischen Archiv, was von ihrer Seite aus interessant ist? Ich habe gefragt natürlich, ob wenn ihr was wisst, was euch so, ja, und dann haben wir natürlich so weit aufgenommen, das ist ja klar. Aber das gab insofern keine wirkliche, also Musik, meine ich jetzt ja nicht irgendwie negativ, ja, sondern das war einfach so. Nee, es ist ja jedem auch seine unterschiedliche Arbeitsmethode. Es gab keine Kooperation in dieser Weise, dass man da so, so inhaltlich da so groß zusammengearbeitet hätte. Und dann vielleicht noch eine Frage, weil ich finde, das konnte man jetzt an einigen Aufnahmen aus dem, ich sag mal, Fotofilm aus der Arbeitssituation ganz schön sehen, diese schwarz-weiß Ästhetik, die ja ganz stark drin habe und auch diese ganz starke Beleuchtung der Kunstwerke hinter den Gittern, hinter dem Zaun sozusagen, die an Bühnenräume tatsächlich in einer besonderen Art und Weise erinnert und die für mich diesen für mich räumlichen Film quasi irgendwie auch, also dieses Spiel mit Text, mit Dokumenten, mit Geschichte und auch mit den filmischen Bildern aus dem Palast der Republik, also aus dem abzureißenden Palast der Republik, tatsächlich ganz für mich nochmal auf, weil du hast gesagt, du hast mit dem Material auch gemacht, aber nochmal eine ganz andere Ästhetik macht, weil es als Raum und als Installation und als mediale
Komposition irgendwie das filmische Medium, in dem du ja vor allem auch arbeitest, sozusagen nochmal in den Raum ganz anders hineintransportiert. Also, und dem auch nochmal einen besonderen Ernst gibt durch dieses Schwarz-Weiß. Und das ist eben nicht so, man hätte jetzt ja auch anders entscheiden können mit einer Wandfarbe oder sowas. Nee, das ist eine Entdeckung. Das ist nicht vorher ausgedacht. Das hat damit zu tun, dass wenn man sich die alten Papiere anguckt und wenn man die dann sozusagen über eine Laser kopiert, war klar, dass wir mit diesen Kopien arbeiten, weil dann können wir mehr im Original hinzuhängen, hätte keine Chance. Also da hätte man Vitrinen gemacht und dort so Quatsch. Ja. Und so ist es auf immer, dass man das ganz sinnlich nah hat. Ja, so. Und dann entstand so eine merkwürdige Farbigkeit. Okay. Also diese Ockertöne und so. Und diese Ockertöne und diese rötlichen, die finden sich dann in den Bildern wieder. Es gibt einen Bezug zwischen den Dokumenten von der Farbigkeit und den Bildern, die man da hat. Und das fanden wir spannend. Ja. Und das hat natürlich zur Folge, dass der Rest dann also sozusagen Farbe verlieren muss, damit es auch präsent ist. Ja, das ist ja logisch. Ich fand, dass es super gut aufgeht. Das haben wir entdeckt und haben gesagt, das ist es. Ja. Also so. Und deswegen gibt es also zwei Farben mit Schwarz, Weiß und Rot. Ne? Ja. Und noch was anderes sozusagen, gibt es für dich irgendeine Entdeckung, eine besondere Entdeckung, die dir besonders erwähnenswert erscheint? Ich wusste natürlich, dass der, also Peter Weiß war mir klar, dass das sozusagen also eine wichtige Figur ist also für die ganze Sache. Ja? So genauso Hans-Henny Jahn, weil ich den früher gelesen habe, also ich wusste jetzt noch, wer das ist, ist auch wichtig dabei, sonst kommt man vielleicht nicht drauf. Und die Briefe, die der geschrieben hat und auch die Auseinandersetzung, die es gab, also mit ihm, ja, das fand ich schon interessant. Also auch wie da reagiert wurde. Also ich fand ganz spannend, gibt so ein Telegramm, das kommt dann irgendwann vor, dann steht, das ist von Konrad Wolf, da steht an Peter Weiß, da steht dann irgendwann drin, Einreise wieder möglich. Und dann weiß man, was da eigentlich los war, also wie weit es ging und wie hart das war, diese Auseinandersetzung darum. Oder auch wenn es ist schon wahnsinnig, ja, wenn der schreibt, also dann an Rücker, der Peter Weiß, weil er eigentlich was wissen will zum ersten Band von der Ästhetik des Widerstands und ihm der Verlag mitteilt, er könnte dazu nichts sagen, die müssten erst alle drei Bände lesen. Da sagt er, da muss er nochmal 10 Jahre arbeiten dran, also was soll das? Die müssen ja irgendwie sich so, und diese Chuzpe, mit der also mitunter wie mit Künstlern umgegangen wurde, also sowohl in Ost wie in West, das ist schon Hanebüchen. Und das ist also mit welcher Gewalt sozusagen die weggedrückt wurden, auch seit wir sozusagen seine Jobs losgeworden mit Argumenten, wo man sich an den Kopf fasst, ja, und das hat nicht, und wo der Brief von Seitz an die Volksbildung da sozusagen in West-Berlin wirklich toll ist, weil er sagt, also einerseits Freiheit und so, das schreiben wir da ran und dann machen wir was ganz anderes. Ja. Und was glauben Sie denn, was ich hier entscheiden werde? Ja? Ich bin souveräner Künstler und ich bleibe selbstverständlich korrespondierendes Mitglied. Vielleicht ist für die anderen oder für die Zuschauer noch interessant, du warst ja auch Meisterschüler hier in der Akademie der Künste und zwar noch zu DDR-Zeiten. Ja. Also sprich, hast auch eigentlich immer gesagt, dass es eine Art von Schutzraum war. Das war ein Schutzraum, na klar. Deine Arbeiten zu machen, auch wenn sie vielleicht nicht gezeigt worden sind als Filme und so weiter. Und dass da auch nochmal ein ganz besonderer Blick vielleicht aus einer eigenen Beteiligtheit auch in der Jugend. Ich habe diese Auseinandersetzung auf eine andere Seite natürlich irgendwie auch erfahren, sage ich jetzt mal. Ja, so. Genau. Also insofern war mir das alles nicht fremd, ja, und ich weiß, wie sehr das ihn sozusagen beschäftigt, auch wenn man natürlich sich das nicht unbedingt anmerken lässt und dass das einen doch ganz schön und das kenne ich, das ist mir nicht so fremd. Und was ich auch sehr schön finde an dem, wie ihr damit umgegangen seid, auch wenn es jetzt Kopien der Dokumente sind, um sie eben so zeigen zu können, wie ihr sie jetzt zeigt, ist natürlich, wenn man jetzt sich vor allem auch mit der Digitalisierung von Archiven beschäftigt, tatsächlich das Material, von dem ihr nicht nur ausgegangen seid, sondern auch die Haptik des Materials. Du hast von den Farben gesprochen, von denen ihr euch im Prozess der Erarbeitung der Arbeit sozusagen habt leiten lassen. Und das, finde ich, kann man auch auf besondere Weise in eurer Arbeit sehen. Vielleicht zum Abschluss noch, weil ich glaube, wir müssen bald zum Schluss kommen, wäre nochmal der Titel. Du hast ja ganz oft so
poetische Titel, finde ich, für deine Arbeit. Der Titel ist von Drischer. Wir hatten erst einen anderen Titel. Wir hatten erst Die Wahrheit ist konkret. Genau, das war der Arbeitstitel. Das war der Arbeitstitel, das ist von Brecht irgendwo. Und dann kam irgendwann Krischer und sagte, müsste das nicht entfernter Verwandter heißen. Fand ich sofort Juden, das heißt das so. Sehr schön. Also ich bin da sehr schnell, pragmatisch. Möchtest du noch irgendwas sagen, bevor wir schließen? Okay, dann würde ich sagen. Kein Schlusswort. kein Schlusswort, nein, sondern. Ich fände interessant, wenn ich weiß ja gar nicht, also wenn Leute das sehen und wenn die sich dazu irgendwie verhalten. Also ich weiß nicht, ob gibt es hier so ein Buch, wo man immer was reinschreibt? Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt haptisch auslegen haben, aber das könnten wir nochmal erfragen. Das fände ich interessant, weil es gibt ja ganz viele Sachen. Können wir nochmal einbringen, vielleicht. Also ich kann nur sagen, dass einige, die es schon gesehen haben von uns Mitkolleginnen, mich sogar schon angesprochen haben darauf, dass gerade diese Arbeit sie sehr bewegt hat. Und insofern glaube ich schon, dass es was auslöst, also für uns, die wir mit der Geschichte der Akademie vielleicht besser vertraut sind. Aber es hat was als wie so eine Konsolidierung, also ist die Essenz im Grunde auch von dieser ganzen Problematik und deswegen trifft es, glaube ich. Das sind zwei Sachen. Das eine ist sozusagen diese Vereinung der beiden Akademien, also das ist das Ost-West-Problem, was es ja nach wie vor innerhalb der Akademie gibt, muss man sagen, ganz einfach. Ja, also auch in den jeweiligen Sektionen, das merkt man. Auch bis ins Programm, also um die Streite, was macht man jetzt eigentlich und so weiter alle. Ja. Und das finde ich schon gut, wenn man das offensiver macht und sagt, na klar, wir sind, also dieses, was der Müller da benennt, also eine Vereinigung in Widersprüchen und man muss diese Widersprüche sozusagen einander, also muss die respektieren, also sowohl die einen wie die anderen und man muss damit leben. Und es geht nicht, dass man sagt, ich setze mich da nicht an den Tisch oder ich mache diese, so, das ist ja alles Quatsch, ja, so, sondern es ist halt so und wir sind, wenn man so will, alle Kinder des 20. Jahrhunderts, also die Mehrheit. Und deswegen. Das ist ein besseres Schlussplädoyer, glaube ich, könnten wir nicht haben können. Weiß ich nicht, aber. Damit herzlichen Dank in die Runde. Also kommen Sie und kann ich nur sagen, es ist viel zu entdecken und man kann sich wirklich versenken in die ganzen Materialien. Da nehmen Sie sich Zeit, dauert ungefähr 6-7 Stunden, dann sind wir durch. Oder kommen Sie öfter wieder. Okay, danke.